Cookies, call me cookies, I'm lecker. Comic Cookies Episode 47 mit dem Titel weiß ich noch nicht. Mit Bridgestone, der gerade irgendwie Lipgloss drauf hat. Ja, meine Lippen sind ein bisschen aufgerissen hier momentan von dem kaltwarmen Wetter hier. Ja. Und dem kleinen Steffen. Genau, hallo. Heute machen wir es mal kurz und knackig, weswegen erklären wir später noch. Kommen wir da erstmal zum Feedback. Das kannst du vielleicht erstmal vorlesen, den ersten Teil von Legacy. Der Mr. Legacy alias Henning Mertens vom Plamplam Comics hat im Panini-Forum geschrieben: Schöner Podcast wieder mal. Wenn Steffen nicht mit den weiblichen Zutaten der Comic-Kekse abgelenkt wird, bekommt er sogar eine richtige Review hin. Was mit den weiblichen Zutaten? Steht das so da? Hast du nicht verstanden, ne? Ja. Okay, Steffen. Ne? Wunderbar, hat Spaß gemacht mit euch beiden. Hätte auch eine Idee für ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Steffen in einer Review das Wort Geschichte sagt, einen heben und den nachfolgenden Breedstorm Review muss man dann am nächsten Tag nachholen, verkatert. Nee, hat mir echt gut gefallen und danke für die Werbung für Comicorama. Ich darf demnächst ran mit Bouncy, allerdings war es der gute Bendrix, der dich auf die Miller-Ellis-Verwechslung hingewiesen hat, jedenfalls hier im Forum. Kann natürlich auch sein, dass du mich bis ganz aus Hamburg gehört hast, als ich im Auto aufgeschrien habe beim Hören des Fehlers. Ja, man wird halt älter. Ja, das war ja auch deine Antwort darauf. Ja, tatsächlich, das mit der Geschichte, das war mir jetzt gar nicht so aufgefallen, auch beim Nachhören irgendwie noch nicht mehr. Entweder kann ich selber gut genug ausblenden, aber das, ich meine, wenn ihr Spaß dran habt, macht ein Trinkspiel draus. Das hat ja Tradition, dass bei Podcasts und irgendwelchen festen Begriffen dann Trinkspiele generiert werden. Das sind halt so typische Füllwörter und Floskeln, die man manchmal in Momenten der Stille dann so einpflegt. Und davon habe ich jede Menge, ja. Also bei mir ist das, muss man sagen, das merke ich beim Hinterherhören, fällt mir das dann auch auf, wenn ich das beim Erzählen bin, merke ich das nicht so. Mhm. Ne? Aber das kann man, glaube ich, auch schwer abstellen, ja. So, und dann schreibt der Moment, Heat Legend noch. Yep, war wieder sehr schön, vor allem nach hinten raus, als Bridgestone den Kinners runter von meinem Analog-Rasenopper gemacht hat. Dazu ein Statement? Ja, das stimmt. Ich habe mich ja letztes Mal noch für die Last-Generation-Konsole ausgesprochen. Allerdings muss ich jetzt gestehen, nachdem ich mehrfach versucht habe, eine gebrauchte PS3 für einen halbwegs attraktiven Preis mit ein paar Spielen zu finden, habe ich mir dann doch jetzt eine PS4 gekauft. Also so ganz analog ist der Spielplatz nicht mehr. Aber der Trend geht ja zur Viert- und Fünft-Konsole. Ich habe jetzt nochmal eine PlayStation 2 geschossen mit einigen Spielen und weil es so günstig war, dann nochmal eine PlayStation 2, weil die Summe der Teile war billiger, als wenn ich es einzeln gekauft hätte. Also ich habe jetzt im Prinzip 3 PlayStations gekauft. Ja? Also das, also ich habe jetzt zu dem Comic-Stapel kommt jetzt noch ein kleiner Spielestapel dazu. Mhm. Und der Steffen hat mich vorhin schon dümmlich angeguckt. Also jetzt nicht wie immer, sondern als ich ihm was... Ähnlich. Als ich ihm was in die Hand gegeben habe, als er hier reingekommen ist, nämlich das Evangelium nach Johannes. Und da fragst du dich, wie kommt das auf meinen atheistischen Comic-Stapeltisch? Mhm. Und zwar hat das jemals als Beilage zum Spiel dazu. Ich habe Shadow of Colossus ersteigert, weil ich das seinerzeit verpasst habe. Damals hatte ich mehr mit jungen Damen zu tun als mit irgendwelchen Spielekonsolen. Heute ist genau umgekehrt. Ne? Das insofern hole ich das einfach mal nach, was ich damals so verpasst habe und ich schon immer mal zocken wollte. Und da hat, manche legen ja bei eBay Gummibärchen dabei. Heute hat mir einer das Evangelium nach Johannes beigefügt. Also falls da jemand Interesse hat, schreibt mich an. Ja, genau. Ansonsten sind wir uns über das Panini-Forum relativ einig, dass es wohl ein Crossover zwischen Comicorama und uns geben könnte, eventuell in Erlangen. Da freuen wir uns dann drauf, je nachdem. Natürlich wird dann immer ein bisschen der Zeitfaktor da eine Rolle spielen. Vor allem, da ich jetzt im Grunde eigentlich schon beide Abende verplant bin, die ich da bin. Aber schauen wir mal, ob wir es irgendwie tagsüber hinbekommen. Ansonsten macht das dann der Bridgestone mit euch. Oder so. Vielleicht.
Kriegen wir hin. Ich habe Zeit. So, und dann gab es noch eine Verbesserung, eine oder eine Ergänzung. Und zwar von Craig Jackson. Cracker Jack Jackson, ja, das A habe ich überlegt. Gut, guten Podcast mit vielen interessanten Comics. In Storm werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, alleine um mal zu sehen, wie die Gegenwart die Sci-Fi von gestern überholt hat. Howard the Duck hat übrigens seit der ersten Ausgabe einen weiblichen Sidekick, Beverly Switzler. Das war die, wo ich die ganze Zeit überlegt habe. Da gab's doch schon mal was. Das letzte Mal trat sie 2001 im Marvel Max Howard the Duck in Erscheinung. Ja. Dann wird nochmal ergänzt von Holzauge. In der Civil War Kurzgeschichte in Choosing Sides war sie auch drin. Danach weiß ich es nicht mehr. Genau. So, und dann nochmal von Cracker Jack Johnson nochmal ergänzt, sagen wir mal, sie war seine Assistentin, bis in der neuen Serie Taratam die Rolle übernommen hat. Gut. Nur noch Cracker Jack Jackson, aber ansonsten hat's. Habe ich Johnson gesagt? Mhm. Ja, was macht mir denn keinen Sinn? Was sagt mir denn Cracker Jack Johnson? Keine sagt Ahnung. Mir das irgendwas? Keine Ahnung. Was weiß ich. Das kleine Gehirn funktioniert am Freitagnachmittag nicht mehr ganz so doll. Aber naja, wir wollen hoffen, für diesen Podcast reicht's doch. Genau, das war eigentlich soweit das Feedback. Ich glaube, viel mehr gab's nicht. Und zumindest nicht, was mir jetzt aufgefallen wäre. Genau, das hat sich mal wieder komplett im Panini-Forum abgespielt. Auch eine schöne Stelle, wo wir sehr gerne Feedback entgegennehmen. Da gibt's ja diesen Sammelthread mit allen möglichen Podcasts. Genau, da kann man immer schön drunter schreiben, was einem so gefallen hat. Oder eben, wie hier in dem Fall, auch ergänzen. Gut. Comics. Comics? Wollen wir Comics machen? Mhm. Breedstorm hat wieder jede Menge. Wie üblich. Das ist. Aber ist ja klar. Einer muss ja. Ich habe natürlich sträflicherweise, aber immerhin nur eins. Immerhin eins ist besser als keins. Also ich verstehe nicht, wie der Steffen das macht. Der hat sich nicht fortgepflanzt, der hat jede Menge Freizeit, viel schaffen tut er auch nicht. Bitte? Und schafft es trotzdem im Monat, einen Comic zu lesen. Das ist unglaublich. Aber, Freunde der Nacht, ich habe was gelesen. Und zwar würde ich sagen, dass zu Steffens einzigen Comic passt. Wir starten mal mit einer kleinen Alben-Session. Mhm. Ja? Der Steffen hat ein Album gelesen, ich habe zwei Alben gelesen. Und das immer erste mal mehr wie du. Das erste ist mein Guilty Pleasure und das ist hier natürlich Trigan. Ja. Ne? Da ist jetzt der vierte Band rausgekommen. Ich weiß, für den Stefan ist es ein bisschen zu sehr retro, aber wie gesagt, ich heiße immer noch Steffen. Danke, Steffi. Und bin ja immer noch großer Fan von Don Lawrence und lese die Sachen zum ersten Mal. Ja, lese die Sachen zum ersten Mal. Und deswegen ist jede Geschichte da für mich, ich kann das nicht mit den alten Hetke-Ausgaben und sowas vergleichen, sondern ich genieße es einfach in der schönen Aufmachung, wie es hier halt ist. Und da ist ganz, ganz heftiges Zeug drin, sind drei Geschichten enthalten. Geschichten, wie du sagen würdest. Brüsterchen Legacy, ja. sind enthalten. Und das zählt ja nur, wenn ich das sage, Moment, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Weil ich kann es auch nicht so schön sagen. Also Flasche wieder zu. Und im Prinzip das Universum von Trigan hat sich so ein bisschen manifestiert. Also wir haben feststehende Sachen, wie das Trigan halt der Herrscher ist und mit seinem Neffen Janne und dessen Freund Keren. Und dieses Szenario bleibt aktuell gleich. Mhm. Es gibt wieder zwei Angriffe der feindlichen Loka abzuwehren. Und die Loka sind ja immer ein bisschen bösartig und In der ersten Geschichte kommt es zum Beispiel dazu, dass einer von den Loka das Wasser vergiftet, um die Leute, also von Trigan, das Volk, also Trigos Volk, willenlos dadurch zu machen. Und die zweite Geschichte schlägt in eine ähnliche Kerbe. Mhm. Da ist es wieder jemand vom Volk der Loka, der es schafft, einen guten Piloten oder den Chef von der Luftwaffe von Trigos Reich im Prinzip davon zu überzeugen, dass er gegen den arbeitet. Und das schafft er relativ gut.
Und in der letzten Geschichte bekommen wir es wieder mal mit Außerirdischen zu tun, die Körper übernehmen können. Also die werden hier, wie du siehst, durch so drei Gasbälle in Pink manifestiert. Okay. Und wenn andere Wesen schlafen, dann können die in den Geist eindringen und können die dann halt steuern. Und man kann sich denken, natürlich übernehmen sie relativ schnell prominente Leute auf. So wie bei Deadman ungefähr. Ja, so in der Richtung. Aber da bei Deadman, der muss nicht schlafen, oder? Nee, das waren tote, glaube ich. Ja. Und dann oder exklusiv enthalten ist noch Sie kamen aus der Finsternis in deutscher Erstveröffentlichung. Das ist allerdings kein Comic, sondern im Prinzip eine Kurzgeschichte. Also eine Kurzgeschichte, die aber illustriert ist wiederum von Don Lawrence und da sind auch ein paar sehr, sehr schöne Zeichnungen enthalten. Ja, da geht es um ein Volk, das unter der Erde von des Planeten herrscht und Trigo trinkt dann mit anderen runter vor und so ein bisschen wie die Moloiden hier bei Marvel. Mhm. Ja, in der Richtung geht das. Im Prinzip kann man sagen, im Westen nicht viel Neues. Mhm. Wir hatten schon öfters mal, dass irgendwer beeinflusst wurde, irgendwie der Geist wurde übernommen. Mhm. Und die Loka sind ja sowieso die Dauerfeinde. Aber bei all dem muss man bedenken, dass das Geschichten sind, die... Ich glaube, das war gar nicht ich, der das so oft gesagt hat. Kann das sein, dass das ein Irrtum war? Die waren halt auf wöchentlicher Basis, ja. Also die brauchten immer einen Cliffhanger, wenige Seiten, und dann musste immer ein gewisser Cliffhanger sein. Und wir haben es ja jetzt den großen Vorteil, dass das als fertige Stories in einem Guss lesen zu können. Mhm. Und wir können natürlich viel sagen, es wiederholt sich und so weiter, aber für die jugendliche Zielgruppe, die es damals war, für die hat sich das einfach nicht wiederholt, weil die haben das vielleicht mal 2-3 Jahre gelesen und dann wird wahrscheinlich schon der Stoff des Bandes hier schon fertig gewesen sein. Ja? Also das außerdem optisch ist es sowieso immer ein Genuss, ja. Also da gibt es nichts zu deuten und es ist, auch wenn man es mit den Science-Fiction-Filmen aus der damaligen Zeit vergleicht, das sind die typischen Elemente, die halt bei sowas gerne drin vorkommen. Ja. Sehr gut aufgearbeitet ist wieder redaktionell, da ist wieder zu jeder Episode ist eine redaktionelle Bearbeitung dabei, also da kann man echt nicht meckern und ja, ich würde es nach wie vor jedem empfehlen, der so ein bisschen Herz für alte Science-Fiction hat. Mhm. Was mir jetzt aufgefallen ist, sind die Entscheidungen von Trigo, sind manchmal ein bisschen fragwürdig. Sein Bruder ist ja auch noch in diesem Reich Trigan quasi organisiert. Mhm. Und in einer Geschichte... Prost! Ja, es lässt sich auch schwer vermeiden. Ist es so, dass ein Flugobjekt plötzlich über der Stadt auftaucht, was halt aussieht wie eine Rakete und er beschließt halt, ja, das können nur die Loka sein oder irgendwelche anderen Aliens und das Ding wird runtergeholt, wird abgeschossen. Mhm. Also ich sag mal, wenn ja, jetzt eine Rakete... Das Ding wird runtergeholt. Naja gut, okay. Entschuldigung. Ja, subtiler Humor ist immer gern gehört. Ja, jedenfalls schießt er das dann ab und es stellt sich raus, dass es vom befreundeten Volk ein Versuchsflugkörper ist, der irgendwie vom Kurs abgekommen ist. Und dann knockt ihm der Trigo erstmal eine und was weiß ich, schmeißt ihn ins Verlies und so weiter und so fort. Also vollkommen, also ich sag mal, was sind das für Entscheidungen? Oder auch der Perik, der so ein bisschen als der weise alte Mann in dem ganzen Szenario so die Rolle spielt, der schafft es manchmal noch nicht mal irgendwelche Krankheiten richtig zu diagnostizieren oder als Jano, der Neffe von Trigo plötzlich zu ihm kommt und sagt, hier mein Onkel und ein paar andere sind übernommen worden von der außerirdischen Macht, da hat er nichts Besseres zu tun, als ihm Schlafmittel einzuhauchen und den lahmzulegen, ja, also mit dieses Image des weisen Alten, was es am Anfang so ein bisschen war, das fällt da ständig weg, also es werden sehr, sehr oft seltsame Fehlentscheidungen getroffen, also die wirklich überraschend sind. Bin sehr gespannt, ob das später nochmal thematisiert wird oder das einfach der Dramaturgie oder so geschuldet ist. Also da schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Bänden weiterentwickelt. Okay. Ja, dann mach doch gleich mal noch weiter mit deinem zweiten Album, dann würde ich meins hinterher nehmen. Ja, auch eine Serie, die wir schon hatten, das ist Tag X. Mhm. Das ist mittlerweile der dritte Band mit dem schönen Titel Russen auf dem Mond. Mhm.
Und dann steht da noch 19. September 1969. Die UdSSR gewinnt das Rennen gegen die USA, das 10 Jahre zuvor begonnen hat. Und man sieht halt, wie ein Astronaut oder in dem Fall ein Kosmonaut vor einer Raumfähre steht und die russische Fahne, also die sowjetische, um genauer zu sein, hisst. Also dieses klassische Bild der ersten Mondlandung halt umgestellt auf die sowjetische Flagge. Aha. Und ja, was ist passiert? Es ist prinzipiell sehr ähnlich wie zum Beispiel bei der Nagel. Eine Superman-Story, in der ein kleiner Nagel die gesamte Geschichte komplett aus den Angeln reißt und was vollkommen anderes passiert. Und das ist hier auch so. Er sucht händeringend nach anderen Worten für Geschichte. Verdammt. Ja, das Problem ist, wenn man dran denkt. Ja. Das ist, aber egal. Ihr habt den Podcast kaputt gemacht. Hier ist es ein kleiner Meteorit, ja, der einfach die amerikanische Raumfähre, okay, die Apollo-Kapsel trifft. Und durch das Vakuum wird auch sehr schön gezeigt, was so passiert, wenn so Menschen ohne Raumanzug im Vakuum sind. Ah ja. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag für das NASA-Programm und für Apollo, für die Apollo-Serie. Und stattdessen schaffen es dann aber die Russen, dann ihre Fahne auf dem Mond zu hissen. Okay. Das ist aber was auf den ersten 4 Seiten passiert. Das Konstrukt, was danach kommt, das ist wiederum das Interessante. Und das hatten wir bei, okay, den anderen Bänden auch schon, dass im Prinzip der Spin schon auf den Cover gezeigt wird, also das, um die Leute ein bisschen anzufixen, zu sagen, ja, was da jetzt, aber es wird nicht lange vorbereitet, also wie, okay, wie kommt es dazu, weil eigentlich weißt du es ja schon, wenn du das Cover gesehen hast, weil, und stattdessen geht es weiter mit diversen anderen Folgen, die daraus resultieren, also das dieses Mond-Szenario, was wir da haben, das ist erstmal nur der Aufhänger und man sieht, wie sich das Ganze dann weiterspinnt, es wird wiederum enden im Weltraum, aber man sieht auch die politischen Auswirkungen auf der Erde, weil es gab ja diesen Wettlauf, wer ist als Erster auf dem Mond und ne, und hier ist es halt anders passiert, das heißt, wird noch viel, viel mehr Geld in solche Sachen investiert und was dazu führt, dass relativ früh Raumstationen auf dem Mond auch errichtet werden, also die Amis schaffen es dann auch auf den Mond zu kommen und ja, also das ist vollkommen der Ausgang, also praktisch so das Gedankenspiel, wie wäre es weitergegangen? Ne? Ja, also die Amis haben es jetzt eben nicht geschafft, diesmal die Ersten auf dem Mond zu sein und wollen aber trotzdem übertrumpfen und daraus ergibt sich dann praktisch diese erste Kolonie auf dem Mond, oder genau, was? Genau, ein weiterer Wettlauf. Ja. Kolonie kann man es noch nicht rennen. Das sind im Prinzip sowas wie Forschungsstationen. Okay. Also ich sag sowas wie die Raumstation Mir, bloß auf dem Mond. Und das schaffen sowohl die Russen als auch die Amerikaner. Und daraus wiederum entspinnt sich dann die Story. Okay. Ja, also das ist fein. Und im Gegensatz zu den anderen Bänden hat es auch so eine gewisse Message, die hier auch rausgeht oder die ich erkennen kann. Was auch auffällig ist, die hat einen anderen Zeichner. Und zwar hat es diesmal Philippe Bouquet gezeichnet und ein Herr namens Walter hat es koloriert. Okay. Das heißt, es ist ein komplett anderer Look, wirkt auch deutlich moderner als die eher klassisch angehauchten letzten Bände. Und ja. Also, Autorenteam ist aber im Grunde dasselbe, ne? Genau, das ist nachher. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das im Original der erste Band, ne? Das, ich weiß nicht mehr, aber die Reihenfolge bei den französischen Bänden, die war komplett anders. Ja. Also die Panini-Redaktion hat offensichtlich gesagt, was kann deutsche Leser interessieren? Ja. Was hier sehr gut wiederum ist, wo wir es gerade bei Redaktionsentscheidungen haben, du musst keine französischen Spezialkenntnisse kennen. Zum Beispiel bei die Kennedy Gang war es ja so, dass du viel Wissen um dieses Nouveau France haben musstest. Also die französischen Kolonien auf dem Gebiet, wo jetzt die USA sind. Und dieses solches, was natürlich in Frankreich viel mehr im Schulunterricht drin vorkommt als bei uns irgendwie. Und dieses Mal ist es halt so, Sinn, du brauchst wenig Spezialwissen. Okay. Also ich sag mal, die meisten wissen, was bei der Mondlandung passiert ist. Die meisten, dass die gar nicht stattgefunden hat zum Beispiel. Wir waren nicht dabei, aber ich hol dir gleich deinen Aluhut. Ja, ja. Das war jetzt ein Späßchen. So.
Und ja, auch die klar, es ist immer gut, die handelnden Politiker zu kennen, aber das ja. in diesem Szenario auch nicht besonders schwierig. Ja, mhm. Also ich sag zum Beispiel mal an Jelzin, ja, der ist auch heute noch relativ vielen, denke ich mal, bekannt. Mhm. Und wie gesagt, nicht nur so eine französische Richtungsweise. Also mit Frankreich hat dieser ganze Band gar nichts zu tun. Jedenfalls erkenne ich davon überhaupt nichts. Mhm. Ja. Und das macht es für den internationalen Leser ein bisschen spannender. Auch hier fehlt mir wieder der redaktionelle Teil, der zum Beispiel okay. über Trigger in Super gelöst ist. Mhm. Aber so ein, zwei Stichworte hinten reinklatscht, vielleicht Personen noch aufgelistet, falls man irgendwas nicht direkt erkennen kann mhm. oder so. Also es hat ja jeder ein anderes Geschichtswissen und da wäre es einfach so ein mhm. paar Namen, Fakten oder sowas auf einer Seite zusammengefasst, das wäre schon ein gutes Ding hierfür mhm. gewesen. Und ich sag mal, im Wikipedia-Zeitalter kann ich mir zwar vieles raussuchen, aber wenn ich verschiedene Sachen nicht erkenne, gerade bei der Canyon die Gang hat sich das relativ erst entsponnen für mich dann, diese Recherche. Und ja, muss man halt mal gucken. Wo der redaktionelle Teil im Gegensatz sehr gut ist, sehr schönes Stichwort, jetzt musst du aber mal kurz, genau, ist in Fiction Squad. Fiction Squad ist ein Abenteuerband aus der Feder von Paul Jenkins, erschien im Popcom-Label von Tokyo Pop und bedient im Grunde eine ähnliche Leserschaft wie schon Fairy Quest zuvor. Es geht also wieder um Märchenfiguren hier, wobei es diesmal um einen Polizisten geht, der aus einem Kinderreim oder aus einem Kinderreim, glaube ich, noch nicht mal, aus einem Reim entsprungen ist und der eben in diesem Märchen, in diesem Märchenstädtchen ermittelt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es gerade heißt. Es wird hier auf dem Rückentitel nochmal ein bisschen beschrieben mit Morde im Land der Reime. Und im Grunde ist es das, es ist ein kleines Städtchen, in das sich im Grunde auf alle möglichen Kinderreime basiert, die es in den USA oder im Englischen gibt, die sich zum Teil auch gar nicht ins Deutsche übertragen lassen. Also ein paar sind hier bekannt, wie Old MacDonald hat eine Farm oder sowas in der Art. Aber viele Sachen sind hierzulande gar nicht bekannt. Und deswegen finde ich das, um hier gleich nochmal anzuknüpfen, mit diesem redaktionellen Teil hier sehr schön. Mhm. Im Grunde hangelt man sich hier so ein bisschen durch die Geschichte durch die... Jetzt dürfte er, ja, genau. Hier hangelt man sich ein bisschen dadurch, durch die Handlung und greift die Figuren auf, die darin auftauchen. Alice im Wunderland zum Beispiel kennt hierzulande ja so ziemlich jeder, ist jetzt übertrieben, aber viele. Ja, aber was ist zum Beispiel mit Bingo? Sagt dir das was? Der Hund namens Bingo? Gab es halt einen Reim. Du kannst besser Englisch aussprechen als ich vielleicht. Möchtest du das? Also Bingo sagt mir was. Da war ich mal im Cluburlaub und da wurde alles abends immer gespielt. Dann ging es Bingo, Kontrolle. Nee, nicht das Spiel. Nicht das Spiel, sondern es geht um einen Hund, der Bingo heißt und irgendwie einen Knochen bekommt. Und ja. Das ist im Prinzip ein Kinderreim. Genau. Wie in Minimiste, bloß halt genau. Mit Bingo. Und solche Reime gibt's halt jede Menge und diese Reime werden hier aufgegriffen. Was dann ein bisschen diese Struktur durchbricht, ist eben, sind halt diese Märchenfiguren. Also im Grunde Alice, die dann... Was gibt's da noch für weitere in deinem... Was denn? Für weitere Namen, weil das ist Bingo... Ja, Bingo ist halt der Hund. Dann die Äumling, also bitte was? Die Äumling? Ist praktisch, also D. Äumling ist so. Im Grunde der Däumling, ja. Mhm. Dann Daisy sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Ding, Deng, Dong hast du überblättert. Ja, also das, Long Dong Silver sagt mir was, aber Ding, Deng, Dong? Habe ich überblättert, weil das jetzt hier zu aufwendig wäre, das zu erklären. Das soll man selber lesen. Dafür kommt es auch nur am Rande vor in der Story. Mhm. Dann hier Dottie natürlich, die... eigentlich, wie heißt Dorothy, ja, muss gerade nochmal nachlesen. Oz quasi. Der Zauberer von Oz. Also die Welten von der Zauberer von Oz und Alice im Wunderland überlappen sich hier so ein bisschen in dieser Geschichte. In Fairy Quest ging es ja mehr um die Märchenfiguren der Gebrüder Grimm. Ne? Und hier hat man jetzt halt dann
so ein bisschen ein paar andere Figuren dran und auch Humpty Dumpty spielt eine Rolle, ja, was ja auch ein relativ bekannter Reim in den USA wohl ist oder auch in England und ja, bei uns eher Bekanntheit erlangt hat durch eben die Geschichten mit Alice. Ja, genau. Ja, Hexe des Ostens, Hexe des Westens. Im Grunde geht es hier damit los, dass die, oder ist hier eine Begebenheit, dass die Hexe des Ostens erschlagen wird, also von diesem Haus, wie auch schon im Zauberer von Oz. Aber der Grund ist hier ein anderer. Also es wird halt eine andere Story drumherum gestrickt. Ja? Mhm. Ja. Genau. Ja, und da ist halt dieser junge Cop namens ja, das ist wieder super vorbereitet. Detektiv Frankie Mac, genau. Und sein Assistent Simple Simon gehen hier also praktisch den Ermittlungen nach. Und ja, daraus entspinnt sich die Story, die Handlung. Ist natürlich im ersten Band sind zwei US-Hefte drin. Also so US-Hefte-Format dürfte das auch gewesen sein, in dem das erschienen ist. Ist eine ähnliche Herangehensweise, glaube ich, gewesen im Vorfeld, wie bei Fairy Quest auch, dass das irgendwie gecrowdfundet wurde oder so. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, man möge mich verbessern, falls ich da jetzt wieder völlig einen Schwachsinn erzählt habe. Als Verlag steht Popcom drauf. Habe ich vorhin schon erklärt. Ist okay. Ein Label von Tokyo Pop. Mhm. Genau. Gezeichnet hat es diesmal allerdings nicht der gute Umberto Ramos, sondern Raymond Bax. Bax, wie würdest du denn aussprechen auf Englisch? Schwierig, ne? Ja. Also Bax, wie Bach geschrieben, mit einem S hinten dran. Und der ist vom Stil her sehr nah dran am Umberto Ramos, würde ich jetzt sagen. Mhm. Auch also ein sehr dynamischer Stil, cartoonhafter Stil, genau mein Ding eigentlich. Und deswegen kaufe ich sowas dann auch ganz gern. Anscheinend auch blieb der Stil bei Paul Jenkins, der mit Umberto Ramos schon mehrere Male zusammengearbeitet hat. Und von daher ist das so ein Team, was ich ganz gerne kaufe. Und wenn das jetzt Ramon Bass macht, der so ähnlich zeichnet, dann nehme ich das natürlich auch. Wird wohl in drei Bänden abgeschlossen sein, die ganze Geschichte. Ja, genau. Unbedingte Kaufempfehlung für Leute, denen das Fairy Quest schon gefallen hat und die auch Fans von dem Team Jenkins Ramos sind. Auch wenn es jetzt hier, wie gesagt, ein anderer Zeichner ist, aber der dem relativ nahe kommt. Mhm. Genau. Also genau dein Ding eigentlich. Ich glaube, diesen muss ich mir nicht unbedingt ausleihen. Das ist, ich habe mal durchgeblättert, es geht nicht so an mich. Also ja. Ich meine, die Mischung zwischen Alice und Wizard of Oz ist okay, aber das hat mir jetzt halt schon bei diversen Serien halt gehabt. Ne? Ja, und ich meine, die Kriminalhandlung mit drin, das lässt natürlich so ein bisschen erinnern an den ersten Fables-Band. Fables, genau, so von der Machart her, wobei das hier etwas freundlicher gestaltet ist, gefühlt, aber auch glaube ich, ziemlich heftig werden könnte noch. Je nachdem, wie man es umsetzt weiterhin. Es wird ja so immer ein bisschen mit der Erwartungshaltung gespielt bei diesen Bänden, weil das doch sehr cartoonhaft gezeichnet ist. Mhm. Und dann doch manchmal in Richtungen geht, die alles andere sind als kinderfreundlich oder lustig. Mal gucken, wie es sich hier weiterentwickelt. Mhm. So. Damit bin ich für heute durch. Also zumindest mit den Comics. genau. Der Breedstorm hat hier noch etwas Lustiges. Ja, oder lustig? Ja, lustig würde ich es nicht beschreiben. Das ist MPH, also Miles per Hour von Mark Millar und Duncan Figredo. Mit dem Untertitel Schnelle Pillen. Schon auf dem Cover kann man sehen. Klar. Es erinnert an Speedster und der Titel suggeriert ja auch Geschwindigkeit. Also das ist, sagen wir mal, Mark Millars Interpretation von der Speedforce. Bloß, wie kommt das Ganze hier zu tragen? Gibt es hier auch einen Unfall? Nein, es gibt, wie der Titel schon vermuten lässt, schnelle Pillen. Es gibt einen kleinen Gangster, der verraten wird
und in den Knast einwandert. Also es ist jemand, der so, ja, will sich hocharbeiten, will Geld verdienen und macht deswegen kleine kriminelle Geschichten und wird so mal in den Knast kommen. Und durch die schöne Infrastruktur vom Knast kann man da auch Pillen bestellen, alle möglichen, Speed, Ecstasy, alles, was man braucht. Und dann kriegt er plötzlich was geliefert und dann nimmt er diese Pille und stellt plötzlich fest, dass alles um ihn rum stehen zu bleiben scheint. Okay. Und ja, das ist aber nicht so, dass alles um ihn stehen bleibt, sondern er nimmt die Welt nur komplett anders wahr, wie wir das bei The Flash auch schon gesehen haben oder Quicksilver von Marvel. Und kann sich furchtbar schnell bewegen, was hier interessant dargestellt ist, weil er durch die Welt geht und alles steht halt still und er kann den Leuten die Sachen wegnehmen und er kann ihnen einen runterhauen oder wie auch immer und schafft es so, aus dem Knast rauszukommen. Er erlangt auch Kontrolle über diese Dosen mit den Pillen, die mehr oder weniger der Zufall ihm zugespielt hat und schafft es, seine Freunde und seine Freundin da mitzunehmen. Ne? Man sieht schon auf dem Cover, da sind mehrere andersfarbige Hosen, Beine, die am Laufen sind und das sind vier Leute, die dann beschließen, diese Pillen zu benutzen, was natürlich erstmal ein riesiger Machtkick ist, weil er alles machen kann, was er will. Aber sie fangen dann an, Banken auszurauben, Wertsachen anzuhäufen und sie wollen sich dadurch sanieren, weil sie sehen, die Pillen werden irgendwann zu Ende gehen und die Polizei ist relativ schnell dann gewarnt, weil irgendwas kriegt man dann doch mit, was dann passiert und eine Sonderkommission fängt dann an, die zu verfolgen, was natürlich trotz allem sehr, sehr schwierig ist. Und wer Mark Millar kennt, der weiß, dass solche Geschichten wie Wanted oder Kick-Ass, Secret Service ist jetzt was Neueres, selten gut ausgehen. Und dass es auch immer relativ hart zur Sache geht. Und so ist es auch hier. Also Leute, die auf Miller-Trips sind, werden hier gut bedient. Es ist jetzt nicht so dieses Wow-Gefühl, das ich bei Wanted hatte zum Beispiel. Aber es ist immer noch eine sehr, sehr gute Story, die hier abgeliefert wird. Figredo, klar, passt sehr, sehr gut. Vom Stil her geht es schon fast wieder ein bisschen Richtung 90er, wenn ich das so sagen darf. Ja, also es ist auch von der Koloration nicht so der Stil, wie wir es heute bei vielen Superhelden-Serien sehen. Was aber, ich verrate nicht zu viel, wenn das Thema Zeitreise drin vorkommt, auch zu anderen Epochen dann hinterher relativ gut passt. Also das ist schon sehr, sehr gut umgesetzt und kann man sich bedenkenlos ins Regal stellen, ist abgeschlossen in dem einen Band, obwohl erstaunlicherweise wieder eine Eins hinten drauf prangt, aber die Geschichte ist... Man weiß ja nie. Ja, gut, bei Kick-Ass war wahrscheinlich auch nicht abzusehen, dass es irgendwann mal 3 und Hit-Girl und was auch immer gibt. Also ich würde es etwas von der Qualität etwas unterhalb von Wanted ansiedeln, aber noch oberhalb von Nemesis. Okay. Ne? Also Secret Service habe ich leider noch nicht gelesen. Mit den Schurken hat das ja eh immer ganz gerne mal. Super Crooks war ja auch so ein Ding, wo er die Schurken sich dargestellt hat und das liegt ihm halt. Und er hat auch ein paar schöne neue Ideen, die wir so bei DC nicht unbedingt sehen würden, wenn es um Speedster-Sachen geht. Klar, mit dem Reverse Flash, da sind schon manchmal fiese Sachen zu sehen, aber das hier ist schon ein anderes Level noch. Ja, klar. Ja, also wäre das was für dich? Ja, auf jeden Fall, ja. Also Millerverse lese ich mir ganz gern mal durch. Was ist denn so dein Lieblingstitel jetzt eigentlich aus dem Millerverse? Kannst du das festmachen? Ja, ist es Wanted oder ist es noch was drüber? Ich würde vom Gefühl beim ersten Lesen wirklich auf Wanted gehen. Ja, also Kick-Ass fand ich die Grundidee gut, dass er versucht hat, das auf einem realistischen Level irgendwie einzunorden, dass er gesagt hat, was wird wirklich passieren. Aber das ging mir nachher dann, war es schon wieder dafür zu viel. Ja. Ne? Also wenn Kick-Ass nach dem, also es war natürlich immer noch wunderschön hier mit Romita Jr. und sowas, das
klar, geil, aber das wäre es mit dem ersten abgeschlossen gewesen, dann hätte es auch gereicht. Okay. Weil das hinterher wurde es einfach dann zu viel. Na, bei Kickers wird ja immer wieder angespielt oder wird ja immer wieder aufgegriffen, dass es so eine Art Inspiration auch war, ne? Und dass sich dann andere Helden entwickelt haben. Wie ist denn so die Struktur innerhalb von Millerverse? Wird da so ein bisschen drauf eingegangen in anderen Geschichten? Also bei Wanted war es jetzt, meine ich, nicht der Fall. Und überhaupt, wie ist das so hier bei Miles per Hour oder MPH? Also ich habe keine Erinnerung dran, dass es irgendwann zu so einer Art Crossover oder sonst irgendwas in der Richtung gekommen wäre. Auch nicht so als Erwähnung mal irgendwie oder nee, so. Also ich würde nicht drauf schwören, aber es kann natürlich sein, dass irgendwo... Zumindest nicht groß ausgebaut dann. Ja, also es wäre natürlich lustig, wenn irgendwo hinten, was weiß ich, Hitgirl hier auf dem Baum sitzt oder keine Ahnung. Aber das ist mir nicht bewusst, dass es da irgendwas gibt. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut funktionieren würde, weil dann würde es schon wieder sehr in Richtung von anderen Superhelden Sachen gehen. Und bei Miller ist es halt, dass er sich gerade davon eigentlich absetzt. Das ist ja eigentlich das Gute, dass er so dadurch Sachen machen kann, die andere dadurch, dass die Figuren zum Beispiel nicht sterben dürfen oder ähnliches, gar nicht machen können. Und er kann ja halt jede Menge machen. Es ist, ich glaube, die Filmrechte sind schon verkauft. Für mich stellt sich jetzt halt immer die Frage, schreibt er jetzt hauptsächlich noch, um Comics zu veröffentlichen oder um den nächsten Filmdeal da reinzubekommen? Aber hey, wenn es gut gemacht wird. Ja, und solange die Comics dabei ja noch rumkommen und ich sag mal so, die Filme und die Comics unterscheiden sich ja oft genug auch voneinander sehr stark. Also gut, bei Hitgirl. Bei Kick-Ass war es jetzt weniger der Fall. Da war es schon relativ werksgetreu. Aber bei Wanted zum Beispiel war es ja doch ein Riesenunterschied, ne? Ja, definitiv. Ja. Also Wanted, also ich will... Bei dem Buch, das war so richtig so, wow. Man muss es natürlich noch aus dieser Zeit bedenken, wo das noch nicht so verbreitet war, dass einfach so viel Material aus dieser Richtung auch kam. Also die Comics sind ja jetzt auch in den letzten, sag ich mal, 10, 15, 20 Jahren auch immer heftiger geworden. Teilweise realistischer, brutaler, was auch immer. Und zu dieser Zeit war das halt noch was vollkommen Neues. Ja, auch haben natürlich auch andere Serien mit reingespielt, die ein ähnliches neues Level präsentiert haben, aber auch Interpretationen, wie wir zum Beispiel jetzt von den Avengers sehen oder der Justice League, das wäre nicht möglich gewesen ohne eine Authority. Ja. Stormwatch oder ja, das sind einfach Stufen, die irgendwann mal erreicht wurden und die sich dann in andere Serien weiter verbreitet haben, meiner Ansicht nach. Ja, und ja, unterm Strich das, was der Leser will, anscheinend. Okay. Ja? Gut. Wollte auch mal so ein bisschen ins Umfeld. Gut. Sehr gut. Was hast du denn jetzt als nächstes? Ja. Das ist Strange Girl. Ja, wie noch nie gehört. Ne? Aber irgendwas sagt mir das. Du hast das neulich schon mal irgendwo erwähnt. Ja, da hatte ich es noch nicht komplett gelesen, weil es ist halt ein Omnibus. Ah, das letzte Mal, stimmt. Da hat es schon rumliegen, ja. Da hatte ich nur zur Hälfte gelesen. Strange Girl ist eine Serie gewesen von Rick Remender. Ah, ja. Die bei Image Comics damals rausgebracht hat und die mehr schlecht als recht lief. Mhm. Aber Image Comics hat es trotzdem durchgezogen. Und ja, ist halt noch ein Produkt aus einer Zeit, wo Remender noch nicht so verbreitet war einfach. Und zusammen mit Eric Nguyen, wenn man es so aussprechen mag, hat er das Ding durchgezogen. Und Remender finde ich größtenteils unterhaltsam. Da habe ich mir gedacht, okay, der Omnibus ist hier für 25,99 US-Dollar gelistet. Und da kann man eigentlich relativ wenig falsch machen. Strange Girl ist Bethany Black. Okay. Und Bethany Black ist ein sehr junges Mädchen, was im sehr religiösen Elternhaushalt, sehr konservativen Haushalt großgezogen wird und sie rebelliert da so ein bisschen, ne? Also wenn man das Evangelium sieht, nach Johannes. Ja. Also wenn man das Cover sieht, sie ist da spärlich bekleidet mit so einer, ich weiß nicht, wie heißt diese Frisurenansatz, wenn du vorne seitlich ein bisschen länger und hinten hochgeschoren, wie nennt sich das? Umgekehrter Fukuhila. Also ja, ja. Ja, also das ist eine Frisur, wie man sie eine Zeit lang
bei diversen Nazi-Mädels gesehen hat. Die haben das gerne, die haben das gerne mal getragen. Mhm. Ja, also sehr, sehr seltsame Frisur. Und die sitzt auf so einem Dämon. Was man natürlich hier nicht sieht, der Dämon hat einen relativ großen Kopf, er ist relativ klein in der Geschichte. Ja. Dicke Arme. Ja. Also der erinnert mich jetzt hier nur so vom Cover her, wirklich nur vom Cover gesprochen, so eine Mischung aus Hellboy und, wie heißt der andere Kerl, vom Eric Powell? The Goon, ja. Genau. Ja, so in die Richtung geht das Ganze auch, wobei das Cover relativ wenig mit dem, wie es dann im Band wirklich zur Sache geht, zu tun hat. Also die Cover sind immer sehr, sehr liebreizend gezeichnet. Okay. Und Ninguin, weil, also teilweise, ich will nicht sagen, es sieht ein bisschen aus wie Vorzeichnungen. Okay. Aber es ist schon wesentlich gröber, was da im Inneren passiert. Ja. Und eigentlich ist ihr Leben, ja, sie liegt natürlich im Clinch mit ihren Eltern, aber dann kommt es plötzlich dazu, zu Rapture, was bedeutet, dass alle guten Menschen in den Himmel kommen und die Bösen auf der Erde bleiben und Dämonen auftauchen. Und ihr ganzes Universum ändert sich innerhalb von wenigen Sekunden, als ihre ganze Familie zum Himmel fährt. Ja, okay. Und sie halt als Einzige, da sie ja Gott und Ähnliches immer abgelehnt hat, dann auf der Erde bleibt. Ja, oh, und mit jeder Menge bösen, bösen Menschen. Und es etabliert sich dann relativ schnell so eine Dämonengesellschaft auf der Erde. Sie arbeitet in der Bar für einen von den Oberdämonen, ich glaube, es ist Belial. In der Hölle war kein Platz mehr, oder wie? Ja, also es ist interessant. Der Oberdämon sieht auch so ein bisschen aus hier wie heißt der Dungeon Keeper? Ne? So vom Look her mit dem spitzen Kinn und so weiter und so fort. Oder wie der Teufel aus Tenacious D, kennst du? Tenacious D? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Also ich weiß schon, wovon du redest, aber die Band, aber der Teufel. Dem Film. Okay. Jedenfalls. Okay. Da sieht der Teufel so aus. Ja, gespielt von David Cole. Lest mehr Comics. Auf jeden Fall. Gespielt von David Cole. Ja, ich bin begeistert. Menschen und Dämonen, also Menschen, die nicht zum Himmel gefahren sind, und Dämonen haben eine Koexistenz aufgebaut. Also es gibt zum Beispiel so Techniker, so Motorradschrauber, weil wir haben ja gelernt aus Film und Fernsehen, Charlie Don't Surf. Ich denke, ich soll mehr Comics lesen. Ja, das ist alte Filme, die kennst du nicht. Da war die Grenze noch nicht offen, durfte noch nicht gucken. Ja, durfte nicht, aber hab's trotzdem. Egal, weiter. Was? Also es gibt Mechaniker, Motorradmechaniker zum Beispiel, ist sehr begehrt, weil die Dämonen zu blöd sind, Maschinen zu frisieren. Mhm. Ja, also die bauen keine Technik auf, sondern lassen solche Arbeiten halt von Menschen für sich machen. Aber es ist halt auch ganz normal, dass man dann von denen halt einfach mal umgebracht wird. Okay. Und die Bethany freundet sich relativ schnell mit Bloato, heißt er, glaube ich. Ja, Bloato, das ist dieser kleine Dämon an auf dem Cover. Ah. Könnte man vom Weiten denken, das hat wirklich so Hellboy-Level, aber es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner blauer Dämon. Okay. Es gibt dann noch rote Dämonen, es gibt schwarze Dämonen, also das sind so verschiedene Dämonenklassen. Und ja, in dieser Welt muss sich dann die Bethany bewähren. Sieht zeichnerisch immer sehr unter. Also es ist nicht nur Nguyen, der das geschrieben hat, sondern manchmal also wirklich, ja, auch von Leuten, die mal Hellboy gemacht haben oder so, wo du denkst, okay, also. Das hat mir jetzt wieder ganz gut gefallen. Ja, die Lack- und Lederanzug, ne? Da war's nein, dabei. Dieser Zwischenteil vom Zeichner. Also, ja, also es sind sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Immer diese Klischees hier in die Schubladen, in die man gesteckt wird. Steffen bezieht sich hier auf ein Special, was da drin ist. Das ist aber nur ein Band. Ja. Ja, der ist so ein bisschen heller, freundlicher. Kein Wunder, dass dir das dann nicht gefällt. Freundlich. Und boah, ich fand schon, also im Vergleich zu den anderen schon. Und die Storyline ist sehr, sehr abgefahren. Das ist zweifellos kein Comic für jeden. Und weiß ich auch nicht, ob Steffen ist halt komplett in Englisch, ob du das durchziehen würdest oder so. Es entspinnt sich auch eine kleine Familiengeschichte. Anleihen von einer Liebesgeschichte sind teilweise ein bisschen vertreten. Wir bekommen noch Gott zu sehen, wir bekommen Engel zu sehen. Mhm. Es geht so ein bisschen wie in dieses Himmel-Hölle-Ding bei Spawn. Mhm. Da ist ja eine ähnliche Gesellschaftsstruktur von Himmel und Hölle aufgebaut. Das ist hier halt auch so.
Und also was mich am meisten beeindruckt hat, war nicht die Geschichte in dem Band, sondern das Vorwort von Ricky Remender. Nee, also okay. ist nicht negativ gemeint, ja. Weil er da schon sehr, sehr viel Persönliches verrät, weil okay. Er ist auch bei sehr fundamentalen Christen aufgezogen worden, mhm. Und was ihn sehr, sehr beeinflusst hat. Also jetzt nicht, dass er das gut fand. Und diese Religionskritik, die sich daraus entspinnt. Verarbeitet er komplett da drin und legt denen teilweise da ja religionskritische Dinge einfach in den Mund. Auch später okay. In den Gesprächen mit Gott oder mit den Dämonen. Ja, also da kommt's zu ja konfessionellen Diskussionen, ganz einfach. Ne? Ja, unter dem Gesichtspunkt würde ich es dann schon ganz gerne mal. Aber ja klar, also wenn du... Also man braucht sehr lang, sehr textlastig. Mhm. Ja, also wie gesagt, das Mädel, es läuft meistens bauchfrei rum, weiß ich nicht, ob das jetzt, aber die Frisur ist halt sehr abtönend. Ja. Also wegen den Zeichnungen. Kann ich nachvollziehen, ich komme aus dem Osten, ich kenne solche Frisuren. Ja. Und, zu diesen, da sind auch ein paar Dämonen, die haben sich beschlossen, Hakenkreuze zu tragen. Oh, super. Gewisse Dinge hören einfach nie auf. Ja. Ne? Gerade, weil ich komme aus dem Osten und so weiter. Nein, aber... Gibt es auch Dämonen, die Hakenkreuze tragen? Ja, ist gut. Nein, so. Also es ist wirklich keine Geschichte für jeden. Mhm. Also ich brauchte auch ein bisschen, um das ganze Ding durchzuziehen. Aber durch dieses religionskritische, da bin ich natürlich einfach und gern für zu haben. Ja, okay, ne? Weil, also ich mag einerseits natürlich mythologisch angehauchte Religion, finde ich als Fantasy-Aspekt finde ich immer geil, wie es zum Beispiel bei Spawn ist, oder ja. Es gibt noch andere Universen, wo das ja ähnlich gemacht wird. Aber mit dieser Kritik, das finde ich schon mehr als spannend. Ja? Aber von der Geschichte allein her, hätte ich gesagt, lohnt sich's nicht. Mhm. Ne, also man muss Spaß an atheistischen Fragen haben. Okay. Ne, also wer religiöse Gefühle hat, der könnte verletzt sein dadurch. Okay, gut. Ne? Ja. Ja, dann wo man richtig verletzt wird, wo es richtig schmerzt, Gott. Ist natürlich auch wieder einer von meinen Dauerserien, Crossed. Aber das ist Crossed 100 Band 2. Wir hatten ja schon erklärt, Crossed 100 ist ein Universum 100 Jahre nach dem Zwischenfall, der die Gefirmten erzeugt hat. Mhm. Und die Basis war, dass die Menschen eigentlich größtenteils überlebt haben, weil die Gefirmten einfach nur triebgesteuert sind und relativ leicht umzubringen waren. Mhm. Es hat sich aber im letzten Band schon rausgestellt, dass es da eine Gegenbewegung gibt, dass jemand versucht, die Gefirmten zu etablieren und so eine Art bessere Gefirmte zu züchten. Okay. Und da sind die einfach mal in die heimelige Welt, die sich die überlebenden Menschen zusammengebaut haben mit Windenergie, und dass man wieder anfängt zu lesen und einfach viel altes Wissen durch Bücher sich aneignet, weil es gibt kein Internet. Mhm. Der neueste Scheiß ist da Funken, dass die verschiedenen Ortschaften miteinander funken. Aber das wurde halt durch die neuen Gefirmten dann zerstört. Mhm. Und im Prinzip ist die Future Taylor, heißt sie, das ist die Archivarin, die auch schon die Hauptdarstellerin im ersten Band war, unternimmt weitere Versuche, mehr Wissen zu erlangen, reist mit einem Herrn im Heißluftballon durch die Gegend, der so eine Art Nachrichtensprecher ist, der einfach die aktuellen Ereignisse, oder wie ein Barde, kann man auch sagen, im Mittelalter zusammenfasst. Und das den Leuten vor Ort überbringt, weil es gibt keine Zeitungen, es gibt solche Sachen, sind da einfach noch nicht etabliert. Und da sieht sie auch, wie unterschiedlich die anderen Städte, auf die neuen Gefirmten reagieren. Und relativ schnell wird klar, dass die Gefirmten zu den Städten hingehen und sagen, ihr Affen da oben, ihr könnt es euch aussuchen, entweder schiebt ihr uns jährlich so und so viele Damen oder Herren runter, die wir von euch quasi als Opfer, die so und so sein müssen, oder wir überrennen euch. Und es mag welche geben, die sagen da ja, und es mag welche geben, die sagen da nein. Okay. Und da versucht sie, was gegen zu unternehmen.
Für mich hat der Band so ein bisschen den Anschein von Fill-in-Band. Also natürlich passiert immer mal wieder was, aber es ist nicht so ein großer Schock wie beim ersten Mal. Das Universum ist etabliert und wird jetzt halt ständig ausgebaut. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viel das ganze Ding ausgerichtet ist. Der erste Band war ja zudem noch geschrieben von Alan Moore. Hier ist es allerdings Simon Spurrier, der da auf den Plan gerufen wurde, der ja auch schon Wish You Were Here geschrieben, was ich sehr gut fand. Er setzt eigentlich nahtlos fort. Also man merkt jetzt nicht, dass Moore weg ist, weil er einfach dieselben Elemente, die er vorher hat, dieselben Figuren auch benutzt. Da ist wenig Innovation jetzt von ihm gebracht. Aber muss er ja auch nicht, ne? Weil das Setting an sich ja auch ein gutes und interessantes ist. Es ist zum Beispiel beim Zombie-Film. Irgendwann kennst du alle Handlungen, die da, ne? Also da ist sehr schwierig, was Neues zu bringen. Klar. Irgendwann tauchten dann mal schnelle Zombies aus, das war dann schon eine Art Revolution, und hier sind die schnellen Zombies sind dann halt die etwas schlaueren Gefirmten, die es ja wohl gibt. Also einer hatte sich ja die ganze Zeit unter die Menschen eingeschlichen, der hat ein verbranntes Gesicht, da hast du halt nicht gesehen, dass er gefirmt ist im Gesicht, ne? Weil die Gefirmten haben ja dieses Kreuz im Gesicht. Warum auch immer, es wurde immer noch nicht beantwortet, bin gespannt, ob das irgendwann mal kommt. Gefirmt halt. Ja, aber ich meine, es scheint ja eine Krankheit oder eine Seuche zu sein. Okay. Wie kommt das, dass es genau kreuzförmig ist? Ist es religiöser Hintergrund? Ist es, ja. Und also, in der ganzen Serie noch nicht drauf eingegangen worden, auch in der vorgängigen Serie nicht. Nee, wir wissen nicht, wo das resultiert raus. Der größte Kritikpunkt ist für mich immer noch die Sprache. Also, das wollte ich gerade fragen, weil du hast ja erzählt, im ersten Band dazu, den Alan Moore geschrieben hat, hat er ja im Grunde eine eigene Sprache geschaffen, eine neue. Ja. Wird das hier aufgegriffen? Das ist immer noch das Gleiche. Also selbst wenn das genauso fortkommt, der damit. Oder sowas. Ich habe mir die amerikanischen Leseproben da mal reingeschnuppert und das ist halt so übersetzt halt auch, wie er das schreibt. Ja. Manche Sachen kommen vielleicht im Deutschen ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es das gleiche Ding. Also wenn ich vor die Wahl gestellt würde, willst du dir das in der deutschen Sprache kaufen oder in Alan Moores Zukunftssprache, dann würde ich lieber zu der deutschen. Ich sag nicht, dass man keine neuen Begriffe da einbaut, aber mir ist es einfach ein bisschen zu viel. Ich habe im Panini-Forum zum Beispiel gelesen, manche sagen hier, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit habe ich das für mich übernommen und bei gewissen Begriffen ist es noch so. Aber für mich strengt es sehr, sehr an und ich bin auch kein großer Freund von riesigen Veränderungen von Sprachen, auch jetzt ganz normal in der Gesellschaft nicht. Ja? Also ich meine, es wird immer so sein, dass du irgendwann merkst, die Jugend spricht eine andere Sprache als du. Ne? Die basteln gerne Begriffe wie random rein oder wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Wo ich sage, das möchte ich nicht in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Aber wenn du, was weiß ich, in den frühen 80ern das Wort cool verwendet hast, dann wird das für die Älteren damals wahrscheinlich genauso gewesen sein. Und mittlerweile hat sich das ja auch etabliert alles, ja, dass gewisse Sachen in die Sprache halt Einzug gehalten haben. Aber hier ist es mir, mich bremst es im Lesefluss. Ja, ich meine, es ist eine Konsequenz zu sagen, dass es in 100 Jahren halt eine andere Sprache ist, aber klar, ich verstehe dich schon, ne? Wir hatten es ja damals schon, das war ja bei Cloud Atlas ähnlich, ne? Da haben sie es ja auch so gemacht. Ja, ja, das, also mir ist es zu viel. Mir hätte es gereicht, die Gefirmten reden ja hier viel mehr. Ne? In den ersten Bänden, da haben sie sich größtenteils mit Mord und mit irgendwelchen sexualisierten Sachen solche Sachen haben die gerufen, ne? Oder was ihre das für explizit sind. Ja, das ist halt so, ne? Das wurde halt gesagt, ne? Das steht in den Bänden so drin. Und mir hätte es gereicht, wenn die diese Sprache gehabt hätten und die normalen Menschen halt auch eine modifizierte Sprache, die zu gewissen Sachen einfach, aber einfacher zu lesen dann halt auch. Also das ich bei viele Sachen sind eindeutig, bei manchen musst du dann erstmal nachdenken und der Satzbau ist auch teilweise seltsam. Also für mich ist es eine gute Geschichte, aber ich lese die so, wie wenn ich einen Comic auf Französisch lese. Also ich hatte 5 Jahre Französisch, das heißt, mein Französisch ist so wie bei jemandem, der Englisch mal gelernt hat in der Schule und es nie anwendet. So, also ich kann es lesen, aber es braucht lange Zeit und so ähnlich. Man muss halt Sachen dann doppelt und dreifach lesen, einfach um es zu verstehen. Genau, und das ist für eine Geschichte, die relativ viel Action-Elemente hat, wie das ist nur mal zwangsweise, ne? Ist es für mich nicht die ideale Lösung. Ja, okay. Also das
Ja, okay. Halt so. Ich bin jetzt natürlich interessiert zu lesen, wie es weitergeht, aber mir wäre es am liebsten, man würde sagen, hey, du hast die Wahl. Ja. Aber vielleicht ist es ein persönliches Problem. Wie gesagt, ich habe auch schon gelesen, andere finden das nicht so schlimm. Postet was in die Kommentare. Eben, ja? Ich wollte gerade sagen, schreibt es doch mal dazu. Wie ihr das einschätzt und ob es ändern würdet oder ob es genauso richtig ist und super ist. Also, wie gesagt, für mich ist es vom Lesefluss etwas zu schwierig. Ich lese auch relativ schnell und vielleicht bin ich dadurch einfach zu schnell ausgebremst. Ja, das, ja, okay. Ja? So. ein Buch zum Töten. So, also hier hat der liebe Breedstorm einen wunderbaren Band. Lieb, darüber reden wir nochmal. In der Hand, es tut mir leid für Leute, die es halt überhaupt nicht interessiert, aber in letzter Zeit Masters of the Universe ist ja immer mal Thema. Ja gut, ich meine, der Sepp hatte seinerzeit seine Turtles, du kommst jetzt halt mit He-Man, das passt schon. Ja, es erscheint ja nicht wirklich viel Material. Also die Comics habe ich zum Beispiel bislang nur den ersten Band gelesen, der mich nicht hundertprozentig angefixt hat. Also vielleicht werde ich das irgendwann noch nachholen. Auch hier habe ich mir so ein bisschen den Retro-Wunsch, und den hat mir Panini jetzt erfüllt, indem sie The Art of Masters, of He-Man und die Masters of the Universe umgesetzt haben. Bisschen seltsamer Titel, weil es heißt ja eigentlich He-Man and the Masters of the Universe, aber ich denke, das ist eine Möglichkeit, um sich von dem amerikanischen Band zu entscheiden. Den gibt es auch von Dark Horse, die haben den Originalband gebracht. Und vor allem, weil halt alles wirklich auf Englisch da steht, außer die zwei Wörter, die zwei Verbindungswörter. Ja, also es ist ein Artbook, aber so kann man es wirklich auch, wenn man es im Internet kaufen will, unterscheiden. Hm? Dass nicht einfach denkst, hier, der andere Band ist mega billig und es ist ein Artbook für den stolzen Preis von 49,90 €, aber es ist halt Überformat, sack viele Seiten, sehr aufwendig produziert. Über 320 Seiten sehe ich hier gerade. Und da ist eigentlich alles drin, was das Masters Herz so ein bisschen höher schlagen lässt. Wir haben verschiedene Kapitel, die auch jahreszeitlich, die auch von der Timeline so ein bisschen aufgetaucht sind, von 1981, also von der Erschaffung der Masters of the Universe, mit den ersten Konzeptzeichnungen und Beschreibungen, wie das Ganze mal umgesetzt werden soll. Da ist zum Beispiel auch ein Bild von dem ersten Prototyp für eine He-Man-Figur drin. Ja. Und der Masters-Fan weiß natürlich, dass erstmal alles in Richtung Conan gehen sollte. Und die ersten Entwürfe sehen auch stark nach Conan aus. Aber man hat dann irgendwann gesagt, oh, ich glaube, wir ändern das doch mal und machen die Figur ein bisschen blonder. Mhm. Und der Hauptgegner wird dann auch nicht aussehen wie eine grüne Version von Beastman, sondern es wird dann Skeletor irgendwann sein. Und da sind recht viele Konzeptzeichnungen. Und man sieht, wie sich das Ganze immer mehr dem Endprodukt nähert. Also sehr, sehr spannend, wenn man sich damit noch nicht großartig beschäftigt hat. Es geht dann weiter über die Classic-Figuren, wo alles Mögliche zu abgebildet ist. Was wir sehr oft sehen, sind die Rückseitenzeichnungen von den Verpackungen. Okay. Die waren schon immer sehr gut gezeichnet. Ja. Mega spannend auch für mich, nicht produzierte Spielzeuge, also Masters ist halt wirklich eine Sammlung aus allen möglichen abgefahrenen Ideen damals auch noch, heute ist es ja sehr oft so, dass Figuren Gimmick haben, aber ich meine, zu dieser Zeit, was gab's da, gab's Big Jim, der kam mal verkleidet als Cowboy oder als Taucher oder als Winnetou und hatte da ein bisschen Kram dabei, aber letztendlich riesige Gimmicks. Ich glaube, eine Big Jim-Figur, der ging der Bauch so auf und ich weiß gar nicht, was, da war da ein Totenkopf drin oder was auch immer. Und einer hatte schon so einen Handkantenschlag, aber hier ist ja wirklich alles Mögliche dabei und da sind Konzeptzeichnungen dabei, also es ist unglaublich, was die vorhatten und dann vielleicht doch nicht realisiert haben. Die Verpackungskunst wird es hier sogar genannt, ist hier sehr oft gezeigt, was da an Rückseiten da war. Also es ist auch gemäldeartig teilweise gewesen. Hier ist zum Beispiel ein Bild von der Wright Zone, wie Skeletor von der Wright Zone gepackt wird, von dem Baum, und He-Man kämpft unten gegen den Drachen, der in der Wright Zone wohnt. Ja. Und das ist
auf die Mini-Comics wird eingegangen, obwohl es ja diesen Spezialband gibt. Deswegen ist nur ein kurzer Einband auch mit diversen Artzeichnungen. Ja, es lohnt sich halt wirklich, den von vorne bis hinten durchzuziehen, aber man kann auch einfach das Ding nur haben und drin blättern. Großes Kapitel ist auf jeden Fall auch noch die Cartoon-Serie, ja, die es damals gab. Das ist halt, da hatten wir noch, wir hatten ja nichts früher, auch kein Privatfernsehen, so im Zonenrandgebiet. Ne? ja, du lachst, das war so. Und da sind auch sehr, sehr viele Sachen aus der Cartoon-Serie drin, die recht spannend umgesetzt sind. Poster, auch ein cooles Ding. Was ich damals statt der Cartoon-Serie hatte, waren halt die Comics. Und da gab es recht oft diese Sachen, die hier als Poster dargestellt sind, auch so im Mittelteil. Das sind die an der Wand und die sehen halt auch wirklich richtig klasse aus. Also es ist wirklich Cover-Artwork Deluxe, was sie da gezaubert haben. Und das hat natürlich das ganze Spielsystem und sowas auch sehr, sehr beeinflusst. Ja, also es sind wirklich wunderschöne Sachen, gerade wenn, ich weiß nicht, wie es auf dich wirkt, wo du das nicht so hattest, aber wenn man die Spielzeuge dazu kennt, das ist halt wirklich... Das ist schon ja, gut, super, ich, das einfach zu sehen. Ich, halt, ne? Ich kannte ja die Spielzeuge auch zum Teil dann noch. Also es kam ja dann alles auch noch nachträglich ein bisschen zu uns und hat natürlich auch das Sammelfieber bei einigen noch geschürt. Also von daher kenne ich das schon noch zum Teil zumindest. Und natürlich die Cartoon-Serie, die habe ich damals natürlich auch geguckt. Was sie zum Beispiel auch gemacht haben, ist hier so eine Animation-Cell beizulegen, wo du in so einem Einschub-Ding in der Seite dann so eine Animation-Cell, also so ein, wie schreibst du, so eine Folie, wo die Figuren drauf sind und die kannst du vor verschiedene Hintergründe halten, also schon aufwendig produziert. So kleine Goodies, die dann, aber es gibt auch ein Ausklapp-Ding, wo die Figuren drauf sind später, ja, also das ist schon mehr als aufwendig gemacht, das Ganze. Also da haben sie richtig Gas gegeben, also schon die Übersicht über die Figuren, wobei das schon die Figuren von der späteren Serie, ich glaube, das ist die nach 2000 kam, ja, die Figuren sind komplett drin. Und also da haben sie richtig, richtig Gas gegeben, aber auch auf kleinere Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, also es gab dann auch allen möglichen Kram, also Bücher, es gab so Bügelbilder und alles Krempel, den du noch dazu hast, der ist hier abgebildet. Über den Kinofilm gibt es ein Kapitel, der mir damals ein bisschen wehgetan hat. Also ich war zu der Zeit noch sehr, sehr großer Fan. Also ich fand es richtig geil. Aber der Film hat mich nicht glücklich gemacht. Also es war nicht so... Hat er mich übrigens auch nicht. Ja, möglicherweise war ich einfach schon zu alt, dass mich... Wer ist dieser Gwildor? Ja. Also es wird aber auch darauf eingegangen, wie verschiedene Entscheidungen halt gefallen sind. Warum man bestimmte Sachen nicht machen konnte. Warum war das so? Weil man festgestellt hat, das Budget reicht irgendwann nicht. Klar. Also man hätte gerne Orko gehabt, der halt schwebt. Und das Budget dafür war nicht da. Da hat man halt sich Gwildor als Zwerg einfallen lassen. Ne? Und ähnliche Sachen wird darauf eingegangen, was ich damals auch nicht so realisiert habe. Ja, auch so dieser Wechsel in unsere Welt war doch da irgendwie mit drin. Ich kann mich nur dunkel an den Film erinnern, weil ich den verdrängt habe. Wer wollte das? Ja? Ja. Also das ist, wenn ich Masters of the Universe einen Film will und dann vielleicht... Auf Eternia, ne? Dann will ich es auf Eternia und nicht... was weiß ich, wie bei Star Trek 4 zurück in die Gegenwart. Ja, das, wobei das noch lustig war im Vergleich dazu. Also der Film hat mir echt, der war schwer. Da auch eine schlechte Erinnerung dran. Ich habe dann auch irgendwann mal gesehen und war da auch nur enttäuscht von irgendwie. Ja, ich mag Dolph Lundgren, der war super in Rocky 4. Also ich, Drago! Aber geiler Streifen halt, ne? Da hat man noch einen Feind gehabt, ne? Weißt du, da wusste man noch genau, der Russe. Der Ivan, der ist nicht ohne. Ja. Heute ist verschwunden. Egal. Auf jeden Fall, dann geht's noch weiter mit die neuen Abenteuer. Es gab dann ja eine zweite Cartoon-Serie. Also das war das, wo die praktisch auf eine andere Welt geflüchtet sind, ne? He-Man und Skeletor? Was du meinst, das sind die neuen Abenteuer. Ach so. Da gab es ja dann eine zweite, das kommt auch drin in dem Band drin vor, da gab es ja dann neue Spielfiguren, die etwas kleiner waren und Richtung Weltraum auch mehr gingen. Da war ich aber schon zu alt und da habe ich gedacht, warum sehen diese Figuren denn so scheiße aus? Ne? Also da kam ich auch nicht dran. Okay. War vielleicht kein schlechtes Konzept, dass man da gesagt hat, man macht was Neues, aber richtig gefallen hat mir nicht. Ja, ich glaube mal,
wieder eine neue Zielgruppe dann auch mit erreichen nochmal, ne? Ja, das, die hatten sehr große Erfolge und irgendwann brach der Erfolg halt weg, was aber wahrscheinlich nicht den Figuren geschuldet war, sondern einfach, dass die Kids mehr Möglichkeiten hatten, ihre Freizeit zu gestalten. Ja. Man muss bedenken, das kam Anfang der 80er auf. Sicherlich gab es da schon die ersten Telespiele, Pong und von Nintendo, diese kleinen Daddeldinger gab es schon, aber mit elektronischen Spielen konntest du dich nicht groß beschäftigen. Also wenn du sowas hattest, dann konntest du dich schon von schimpfen. Mhm. Und aber in den späten 80ern war es dann halt so, da war es ganz, also ich will nicht sagen normal, aber du konntest einen C64 haben, du konntest einen Amiga haben, du konntest die ersten besseren Spielkonsolen konntest du haben, also jetzt nicht wie ein Atari 2600, sondern ein NES zum Beispiel. Und dadurch denke ich, dass das hat den Schlag dann halt versetzt und da haben sie sich nicht von erholt. Bis aber in die 2000 rein, da kam dann eine neue Trickserie, die ich auch nicht verfolgt habe. Deswegen war es relativ spannend für mich, wie das Ganze dann so weitergeht. Geh mal kurz zurück. Ja, ich glaube, das ist was, worüber du lachst, das ist ein Raumschiff aus die neuen Abenteuer. Ja. Das sind alles Konzeptzeichnungen, wo du gerade sehr an Millennium Falcon erinnert, oder? So. Ja, von gut. Der Form so ein bisschen und ja, von der Umgebung gut. Und ja, du meinst überhaupt. Ja, in die Richtung ging das. Ja. Ja, die Figuren haben mir, da gab es ein paar lustige, aber es war mir zu Weltraum. Stimmt, und He-Man hat auf einmal einen Helm, richtig. Also es gab auch verschiedene He-Man-Figuren. Also die haben dann wirklich geschafft, eine neue Figur zu produzieren, die ein bisschen aussah wie Dolph Lundgren, weil der halt dann in dem Film dann doch irgendwann kam. Nichtsdestotrotz, die nächste Animation-Serie, die kam offensichtlich relativ gut. Da ist auch viel Material vorhanden. Ist aber auch an mir vorübergegangen. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Ich meine, das auf YouTube gesehen zu haben. Also ich weiß allerdings nicht, ob mich das heutzutage noch so lang fesselt, dass es wirklich komplett gucken würde. Ja, aber mal so gesagt, die alte Serie würde dich ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr fesseln, oder? Ja, da weiß ich nicht. Also ich müsste es vielleicht mal probieren. Ich kann es dir leider... Also ich habe es mal probiert und ich dachte so... Nee, ich mach wieder aus. Sie haben zwischen im Band verteilt auch noch Interviews mit den Machern, gerade jetzt, wer irgendwelche Figuren geschaffen hat oder auch von den Comics. Würde ich sagen, ist aber teilweise deckt sich das mit dem, was wir aus dem Band mit den Minicomics schon gesehen haben. Ne? Okay. Dann gab es ja wieder neue Figuren, auch auf die sind sie dann eingegangen. Und mit den Four Horsemen, die haben da einiges designt. Und auch da gab es dann irgendwann nochmal neue und ja, insgesamt hinten sind nochmal viele Poster und weiteres Material und über das Spiel und ja, also das kommt schon einiges zusammen und das ist einfach essentieller Band für einen Marvel-Fan oder einfach jemand, der dieses Retro-Gefühl haben will. Natürlich 50 Ocken, da muss dir das Retro-Gefühl einiges wert sein, aber die Zeichnungen sind halt das auch wirklich, was du jetzt gerade siehst, das ist so eine schwebende Stadt, das ist, glaube ich, von dem Spiel ein Konzeptart. Was war denn das für ein Spiel eigentlich? Es gab, glaube ich, mehrere. Eins habe ich lustigerweise sogar hier, die ich zusammen mit meiner glorreichen PS2 gab es ein Spiel, was ich hier hatte. Ah, erholst. So, jetzt haben wir es in der Hand. Das ist He-Man Defender of Grayskull, aber wobei das, weiß ich nicht, ob das wirklich ist. Oder das hatte ich bislang leider erst nur kurz an, um zu sehen, ob das überhaupt läuft, als ich es relativ frisch noch habe. Also laufen tut's. Ach du je. Und es wirkt natürlich, von wann ist das? Es wirkt natürlich mit den heutigen Augen ein bisschen altbacken, aber wie gesagt, mich stört das eigentlich nicht. Also solange die Spielmechanik passt und Das ist dir mal aufgefallen, dass das Schwert hier ganz anders aussieht? Ja, aber das ist auch, sie sah auch bei der neuen Animationsserie sah das anders aus. Weißt du, wie das hier aussieht? Wie das Schwert von Lion-O aus den Thundercats? Ja, gut, das Schwertdesign ist ein Thema für sich, das ist ja auch bei Zelda, da sieht das Schwert ja auch jedes Mal anders aus, vom Master Sword bis, das ist halt eine Geschmackssache. Sie haben in der neuen Serie haben sie zum Beispiel auch immer, du siehst das Brustzeichen von He-Man, das ist im Prinzip, auf der alten Figur war das eine rote Version vom Eisernen Kreuz, kannst du grob das einordnen. Das haben sie hier gegen so eine Art, ja, das hat halt sechs Enden statt vier ausgetauscht und ja, weiß ich nicht, hätte das sein müssen. Also ich glaube nicht, dass jemand gedacht hätte, das ist jemand hier, der sich ein einzelnes Kreuz umhängt oder sonst irgendwas. Aber das ist halt Geschmackssache.
Und Designänderungen haben wir nahezu bei allen Neuauflagen, dass jeder versucht. Das hast du ja bei Superhelden auch sehr oft. Also ja, ich meine, da hast du es ja alle Fotz lang zum Teil. Ja, ich meine, die Merchandise-Industrie lebt von sowas, ne? Er hat alle Fotz lang gesagt. Naja, gut, okay. Also das ist wirklich ein fetter, fetter Band, wo du stundenlang auch drin blättern kannst. Und das Geld ist es auf jeden Fall wert, muss ich sagen. Wäre das was für dich, obwohl es nicht so... Ich meine, klar, du kannst dir ausleihen, das ist gar kein Problem, aber... klar, einfach um die Geschichte mal so ein bisschen nachzuvollziehen von Anfang an und vielleicht Sachen zu erfahren, die man noch nicht so kannte, wäre das auf jeden Fall was, ja. Was für ein, ist natürlich eine sehr deutsche, eine sehr amerikanische Geschichte. Was für die deutschen Fans fehlt, ist zum Beispiel, was auch sehr, sehr wichtig war, sind die Hörspiele. Ja, ist klar, die sind da nicht. Das, sowas ist da einfach, sowas hast du da nicht. Mhm. Und dafür kann ich aber, hat mir ja letztes Mal hier die Welt der Meister empfehlen, das ist so ein Fanmagazin, wo auch explizit auf solche Sachen eingegangen wird. Und ja, auch damit kann man jede Menge sparen. Ich glaube, der Magazin kostet was, 5-6 Euro, die Einzelmagazine. Ich werde auf den nächsten Sammelband mal warten, sofern es den geben sollte. Und werde dann wieder zuschlagen und ja, mich dann noch ein bisschen darüber freuen, weil es ist einfach schön für mich, das in der Hand zu halten. Klar, viele Sachen würdest du wahrscheinlich auch so irgendwo im Netz finden, aber es ist immer noch was anderes, wenn du wirklich was zum Nachschlagen hast, und viele Sachen wie Interviews oder sowas stellen die natürlich nicht online. Mit den Machern zum Beispiel von den Hörspielen kann ich mich dran erinnern, war sehr, sehr einleuchtend. Also es gab noch andere geile Hörspiele aus den 80ern, außer 3 Fragezeichen und die Antenne. Ja. Okay. Ja. Gut, wir kommen zu einem Spezialteil innerhalb dieser Episode. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit José und Sascha. Die beiden stellen sich jetzt gleich im Interview nochmal ein bisschen näher selbst vor. Und der Marshall war auch dabei. Der Marshall, den kennt der ein oder andere Hörer vielleicht schon. Der war in den ein oder anderen älteren Episoden auch mit dabei. Warum wir die beiden getroffen haben und wo wir die beiden getroffen haben, das erfahrt ihr alles im Interview. Und wir hören uns in ca. 45 Minuten wieder. Die Comic-Cookies, heute mal in etwas abgespeckter und stark veränderter Runde. Also da haben wir den. Da haben wir den abgespeckten Marshall, genau. Sag mal hallo. Hallo. Dann haben wir hier den Sascha. Schönen guten Tag. Und den José. Hi, servus. Die beiden letzten Herren machen seit geraumer Zeit ein sehr erfolgreiches Cartoon-Projekt. Hat das eigentlich einen eigenen Namen oder habt ihr das unter eurem eigenen Namen deklariert? Naja, das heißt eigentlich José und Sascha. Also so wie wir von unseren Eltern genannt worden sind. Oh, bist du von deiner Eltern? Von deinen Eltern so genannt worden oder hast du es selbst ausgesucht, José? José? Nein, meine Eltern. Deine Eltern waren das? Ja, meine Eltern. Also bei mir war es auch so, da haben auch die Eltern das ausgesucht. Genau. Und so nennen wir uns, weil es naheliegend. Wir können uns natürlich jetzt nennen irgendwie Cleopatra und Obelix. Da wäre die Frage, wer wäre Obelix und wer wäre Cleopatra? Deswegen sagen wir José und Sascha. So, das ist doch gleich mal eine Frage, die man Marshall als alten Comic-Experten stellen kann. Wer wäre denn jetzt hier Cleopatra und wer wäre Obelix? Ja, wenn es um die Nase geht, würde ich sagen, Sascha ist die Cleopatra. Hat die Cleopatra so eine schöne Nase? Tja, da musst du mal den richtigen Band lesen. Dann. Natürlich nicht zu verwechseln mit der Sphinx, weil die hat, nachdem der Obelix dran war, gar keine Nase mehr gehabt. Genau. Das war dann nicht so gut. Okay, Themawechsel. Habt ihr denn mal so in Sachen Comics jetzt mal gefragt, wenn wir jetzt einmal dabei sind, habt ihr irgendwelche Comics mal selbst gelesen? Und wenn ja, welche wären das? Also ich habe immer, wie heißt der noch? Von der Sparkasse den immer gehabt. Knacks, genau. Knacks. Den hast du auch behalten, den Knacks, oder? Ja. Und den vom Salamander, den Lurchi. Also alles, was umsonst war. Also ja, alles, was umsonst war. Diese Kostenloskultur damals schon. Ja, richtig. Kostenloskultur. Genau, das war mein Ding. Und ab und zu mal lustige Taschenbücher. Das war früher, sehr gut. Das war früher so mein Ding. Aber dann... Sind ja zeitlos. So an Cartoons, würde ich sagen, heutzutage finde ich Route cool. Ja, das ist so die Richtung. Okay. Und du, José, hast du so mal in meinen Cartoons irgendwas gemacht oder mal irgendwas gelesen? Keine Ahnung, ich habe daheim, keine Ahnung, vielleicht 300, 400 Bücher, meine ich. Also das hat nichts mit Cartoon zu tun, sondern es gibt geschriebene, so mit Text und so. Ja, richtig.
richtig schöne, aber also, ich finde halt deutsche Künstler gut. Ich, Ralf König finde ich gut, Flix finde ich gut. Ja, also ja. Da gibt der, so, so ein bisschen. Ich habe 300 Cartoons, aber wir fallen nicht. Nein, Cartoons, es hat nichts mit Cartoons zu tun. Wirklich, nee, ich habe zum Beispiel das, die Bücher Maus oder so, das hat nichts mit Comics zu tun. Das ist schon richtig was zum Lesen, ne? Graphic Novel. Ja, genau. Das sind halt etwas, was ich auch gerne lese. Also es gibt richtig breite gefächerte Sachen. Also es ist nicht nur Cartoons, wenn man das ist nur Comics oder Lucky Luke oder sowas, sondern es gibt schon ein bisschen mehr als nur das. Ja, wenn du Graphic Novel sagst, da gibt es bei Marshall immer irgendeine Reaktion. Eine Anti-Reaktion. Na. Nee, also dann lieber Cartoons. Also Alexander Rothe ist ja geil, wenn ich auch unheimlich gut finde, ist Olli Hilbring, der ja zwar jede Menge auch über Fußball Revier-Cartoon macht, für Fußball als Schalke-Fan hat er da genug Feuer immer. Aber den finde ich halt richtig gut, auch was andere gesellschaftliche Themen betrifft. Der ist richtig lustig geworden. Und natürlich unser Frankfurter Lokalmatador, der sich so ähnlich heißt wie der José, der Joscha Sauer. Wird nicht lustig, ist natürlich auch stark. Ja. Und es gibt auch in letzter Zeit da sehr, sehr viele gute Leute. Mhm. Also musst dich warm ansehen, José. Nein, alles gut. Hat ja genug Fettpolster. Ja, genau. Das jetzt sind wir wieder bei den Obelix. Ja, den Marshall kennen unsere Hörer jetzt schon ein bisschen manchmal von der einen oder anderen Episode, aber mit euch beiden sieht das ganz anders aus. Wo kommt ihr her? Wo geht ihr hin? Also, wo gehen wir hin? Das ist noch unklar. On top, aber nein, wo kommen wir her? Also letztlich, ich komme her von, ich bin grundsätzlich einfach Autor. Ich kann nicht zeichnen. Ich kann das zeichnen, aber sieht scheiße aus. Ich bin Autor, habe Bücher geschrieben, Kinderbücher, Thriller, Horrorbücher, verschiedene lustige Romane. Und irgendwann habe ich noch See getroffen. Das war in einem alten Verlag, Verlag M. Naumann. Da haben wir noch gemeinsam veröffentlicht. Mhm. Da habe ich sogar auch noch Cartoons veröffentlicht. Weihnachten, die Nervelige Blank, das war von mir. Und Weihnachtsstress im Frankenland war auch von mir. Und diese Bücher habe ich damals im Verlag M. Naumann veröffentlicht. Aber eigentlich wollte ich Romane schreiben, und weil ich nicht zeichnen konnte. Also ich hab mir einen abgebrochen dabei. Und da komme ich eigentlich her vom Schreiben. Mhm. Und irgendwann habe ich Rosé getroffen und dann haben wir uns da zusammengetan. So, wo kommst du her, José? Ja, ich habe immer schon gezeichnet. Ich meistens Auftragsarbeiten für Firmen und Verlage. Die Cartoons, das waren so Nebenprodukt einfach aus der Laune heraus, einfach Spaß zu haben. Und dann hast du einfach das, was dir im Alltag so passiert ist, einfach aufgegriffen und dann einfach auf lustige Art und Weise niedergeschrieben. Ja, und das hat sich eigentlich bisher nicht geändert. Also es ist immer noch so, dass sag ich mal, 70-80% ist Auftragsarbeiten, die ich mache. Und dann halt, wenn ich mal entspannen will oder mal einfach Spaß haben will, dann hauen wir dann zusammen einen raus. Wie meinst du das jetzt? Ja, cartoonmäßig. Wenn ich entspannen will, haue ich einen raus. Ja, ja. Einfach mal entspannen. Aber nicht zu sehr, bitte. Bitte entspannen jetzt nicht. Wie lange kennt ihr euch? Wie lange macht ihr das jetzt schon zusammen? 6, 7. Ich kann es auch sagen, seit 2009. Seit 2009, genau. Das war jetzt meine zweite Schätzung gewesen. Genau. 2009 sind 7 Jahre, bedeutet scheiße zu lang. So, in der Zeit macht ihr so diese Einzelcartoons für Cartoons fürs Internet, aber auch in gesammelter Form in Büchern. Ja, Moment, bevor wir weiterreden. José, ich bin mit dir länger zusammen als mit jeder Frau zuvor. Und das sind Enthüllungen hier im Podcast. Ja, das als ist mit jeder anderen Frau zuvor. Nee. Für das Internet und für Bücher. Da sind ja auch Bücher erschienen. Genau. Also unser gemeinsamer Comicband Single Defekt ist ja erschienen im Verlag im Norman noch. Und der José hat ja auch verschiedene Cartoon-Bücher. Ja, und in Zeitungen halt, ne? Die dann regelmäßig erscheinen. Die werden halt so Tageszeitungen werden dann halt die dann halt abgedruckt und ja. Okay. Das sind diverse Tageszeitungen, die unsere Cartoons dann täglich oder wöchentlich, je nachdem, entweder auf einer Wochenseite oder auf einem täglichen Platz irgendwo platziert haben und dann und die dann halt dann veröffentlichen. Könnt ihr Beispiele nennen, wo man euch entdecken kann? In der GNZ war es beispielsweise mein sehr Echo. Lange Mein Echo und die Spanische Allgemeine Zeitung, eine Internetzeitung, die haben jeden Tag was veröffentlicht. Der Hanauer Anzeiger hat von uns Willi und Jakob in jeder Woche, das ist eine Kinderseite, Willi und Jakob Grimm als Kinder.
Das heißt also, was gibt's da zu lachen? Willi und Jakob Grimm als Kinder, das heißt also die Geschichte vor dem Märchen im Prinzip. Und das machen wir jetzt schon. Das machen wir jetzt schon im vierten Jahr. Ist eine große Kinderseite jeden Samstag. Ja. Habt ihr vor, das Ganze mal in einer gesammelten Form rauszubringen? Das, was wir jetzt so haben, vorhaben wir es nicht. Wenn es sich ergibt, vielleicht. Das ist aber zeitlos wahrscheinlich, oder? Gerade ja. Was die Podiagramm betrifft. Ja, ja, das ist relativ zeitlos. Das kann man jetzt machen, das kann man in 5 Jahren machen. Mhm. Mit den Cartoons ist es ähnlich. Was sagst du dazu, José? Ja, also wir wie gesagt, viele Auftragsarbeiten. Mhm. Ne? Diese Figuren haben wir uns selber ausgedacht und es wird schon so sein, dass wir schon vielleicht gucken werden, dass wir die in der Märchenstraße, das heißt Zeitung oder Städte, die in der Märchenstraße dann liegen, ne, mit denen auch schon mal Kontakt aufnehmen und vielleicht über gemeinsame Projekte sprechen. Also das heißt über die bestehende Figur, sei es jetzt über ein kleines Stadtbuch oder mit den einzelnen Vereinen oder mit so Leuten sprechen, was man da machen kann. Also es ist nicht nur ein Buch, was man da machen kann, sondern man kann einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken, was alles möglich ist. Ja, beispielsweise haben wir für diverse Städte sogenannte Kinderstadtbücher schon gemacht. Das heißt also, es sind Stadtbücher, die illustriert worden sind, die dann halt die Begebenheiten der Stadt von früher, von heute und wo sie hinwollen darstellen in so kleinen, kurzen Bänden. Und beispielsweise wäre, was er auch sehr gesagt hat, in den Städten, wo die auf der Märchenstraße liegen. Ja, das geht ja von Hanau über Steinau nach Kasselhofen und dann irgendwie noch weiter in den Norden. Die wären zum Beispiel alle interessant für die Brüder Grimm, dass die Brüder Grimm sozusagen in diesen Städten, in diesen Kinderstadtbüchern dann irgendwie vorkommen. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Aber die Kinderstadtbücher funktionieren auch ohne Willi und Jakob. Also das haben wir jetzt schon in verschiedenen Varianten gemacht. Wir haben das zum Beispiel jetzt für Herborn gemacht. Herborn ist ja jetzt Hessentagsstadt ab Mai. Mhm. Und für die haben wir das Kinderstadtbuch gemacht. Da haben wir 3 neue Figuren kreiert. Das heißt, den Herborner Bär, der grundsätzlich als Idee schon da war, aber den haben wir jetzt neu gezeichnet. Dann haben wir einen Kakadu und ein Erdmännchen, die als Gruppe sozusagen durch dieses Buch führen und die Stadt erklären. Okay. Das ist eigentlich das, was wir machen. Das heißt, Leute kommen auf uns zu und sagen, okay, wir haben zum Beispiel jetzt einen Hessentag, ne? Wir wollen da ganz gerne uns da präsentieren, die Stadt wollen wir präsentieren und dann denken wir uns aus, zusammen mit denen die Figuren und dann füllen wir das Ganze nur mit Inhalt und machen, das ist wirklich ein kleines Büchlein, so ich sag immer sowas Vergleich, so ein bisschen wie Was-ist-was-Bücher, ne? Aber über die Stadt. Das heißt, es werden wirklich diese Fragen, die man so über Herborn hat, wird kurz und knackig dann da drin erklärt, ne? Und alles ein bisschen unterlegt mit Bildern und mit teilweise realistischen Bildern, das heißt also von Gebäuden oder von Sehenswürdigkeiten, ne, von der Stadt wird er aufgenommen, beziehungsweise halt natürlich von den Figuren, die das einfach da in der Stadt diese besonderen Stellen dann erleben. Die realistischen Teile zeichnest du auch dann? Ja, genau. Das ist ein bisschen Arbeit. Ja, ja, ne, das, ja, aber das macht mir immer sehr viel Spaß, weil es ist bei mir so, dass ich mich nur in einer Ecke da wohlfühle, sondern auch mal so ein bisschen so springen kann. Ne? Mhm. Also das finde ich halt ganz schön. Also wir haben jetzt das Buch, ist da, dass also teilweise dann auch nur mit Bleistiftzeichnung gearbeitet wird, ne? Aber dann natürlich auch mit knalligen Farben für die Figuren. Also ganz unterschiedlich. Das macht mir schon Spaß. Ja, in Herborn war das jetzt das Schloss, das Herborner Rathaus und das Museum Hohe Schule. Das hat der José dann halt von den Gebäuden her Bleistiftstrich gemacht und das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr cool aus. Mhm. Gerade im Vergleich zu den eigentlichen Comic-Stil, die Figuren dann hergeben. Okay. Ja. Na, ihr habt ja auch schon mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für einen Vergnügungspark zum Beispiel oder für einen Freizeitpark? Ja, für diverse schon. Also wir haben für den Erlebnispark Steinau haben wir gearbeitet, für Fort von Abenteuerland haben wir schon Bücher gemacht, für Erlebnispark Tripsdrill haben wir schon gearbeitet, für Tolkschau in Flensburg. Was fällt uns noch ein? Wir haben für die... Fort Fun habe ich gesagt, genau, was soll noch alles. Mhm. Wir haben für Fraport haben wir schon da was gemacht und für Tropical Islands haben wir was gemacht. Und so. Also sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Kunden, die wir da in diesem Bereich haben. Wir machen beispielsweise auch die Ampellinis, das ist für den Gesamtverband der deutschen Gesamtverband der deutschen Versichertenwirtschafter. Versicherten Wirtschaft.
Gesamtverband, also total EDV. EDV, kurz gehalten. Gesamtverband des Deutschen Versichertenwirtschaft. Da sind die Ampellinis, die machen Verkehrserziehung. Das heißt also, von den Ampellinis gibt es mittlerweile 6 Minibücher. Wir machen jetzt gerade so ein Actionheft von den Ampellinis, wo dann halt viele Rätsel dann irgendwie dann vorkommen. Beziehungsweise auch viel mit Sound gearbeitet wird, das heißt über QR-Codes kann man über die QR-Codes kann man dann Sounds einspielen übers Handy. Das heißt also, wenn dann auch so Selbstlesegeschichten drin sind, kann man diese Selbstlesegeschichte dann auch sich vorlesen lassen, beispielsweise und sowas. Und das ist alles aber in Verbindung mit Verkehrserziehung. Und das sind so Projekte, die wir jetzt gerade haben. Beispielsweise haben wir jetzt auch gerade am Laufen den ein Kinderbuch für den Zoo in Hannover. Das ist auch noch so ein aktuelles Ding. Das ist ganz aktuell. Ja. Und für die Jugendzahnpflege arbeiten wir halt eigentlich am meisten. Das heißt, Zahnentlerner. Die Zahnentlerner, genau. Die als Betroffene. Wie geht's denn den Wackelzahn? Genau, also die Zahnentlerner sind ja so unser eigenes Ding. Wir haben jetzt den ersten Zeichentrickfilm von den Zahnentlernern gemacht. Ach ja. Und haben. Habt ihr die auch selbst gemacht? Ja. Also selbst gezeichnet und selbst geschrieben und sowas, aber die Animation ist natürlich jetzt von einem Fachmann gemacht worden, der hat das Ganze dann durchgeführt. Aber unter eurer Regie quasi. Richtig, genau. Also wir haben das dann dann geführt und der hat das Ganze dann durchgeführt und es war ja super, bisher eine super Arbeit. Wir gucken, dass wir jetzt da weitermachen. Das ist der erste Zeichentrickfilm und die Zahnentlerner sind natürlich für die Jugendzahnpflege ein Riesending, weil eine Jugendzahnpflege in Niedersachsen, da ist es besonders groß. Da haben wir jetzt gerade eine Aktion am Laufen, die heißt Ich gehe zum Zahnarzt. Und in dieser Aktion bekommt jedes Kind einen Umschlag. In dem Umschlag befindet sich ein Minibuch von den Zahnentlernern, also die Story zu der Aktion. Und jedes Kind bekommt in dem Umschlag auch ein Ausmalbild und eine Stempelkarte. Und dann sollen die zum Zahnarzt gehen und sich dann praktisch untersuchen lassen und das dann wieder in der Schule zurück abgeben. Und dann können sie was gewinnen. Cool. Und das ist die Aktion mit den Zahnentlernern. Das ist ja unser eigenes Ding. Ne? Da macht er ja auch Lesungen mit öfters mal. Ja, ja. Also Zahnentlernerlesungen sind sehr, sehr häufig. Das heißt, ich gehe in Kindergärten und Grundschulen und trage dort die Geschichte von den Zahnentlernern vor mit Fragen-Antwort-Spiel, mit kennst du das von früher von Dalli Klick, diese wenn so eine bunte Wand, sage ich dann immer, ist dann irgendwie auf dem Bild gelegt und dann bricht immer so ein Stückchen raus und dann können die Kinder erkennen, was da für ein Tier drunter sich befindet. Und dann könnt ihr dann so reinrufen und jedes Kind bekommt eine Feder auf den Kopf gesetzt, so eine Pappfeder, und dann sind die Indianer und immer wenn ich das Wort Indianer sage, dann machen die Okay. Und muss ich mir vorstellen, das sind dann irgendwie 50, 60, 70 Kinder und dann ist das ein Riesenhallo dort in dem Kindergarten. Das ist cool, ja. Und am Ende von diesem Vortrag, den ich dann in Bezug auf die Zahnpflege stelle, weil ich stelle ja auch Fragen zu der Zahnpflege, wie oft geht man zum Zahnarzt, warum fallen überhaupt die Menschenzähne aus, lese ich dann eine Geschichte vor und alles mit Beamer unterstützt, mit Beamer an der Wand, das heißt also mit Sounds auch. Die Kinder haben viel zu gucken, viel zu lachen und gibt es auch einige Sachen zu hören. Cool. Wie finden euch die Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wir machen das alles über den Titus Verlag, titusverlag.de. Kann man nur kurz sagen, ist dein eigener Verlag, ne? Ja, genau. Im Titus Verlag machen wir das Ganze. Titus Media kann man unter www.titus-media.de kann man so ein grober Abriss von Auftragsarbeiten sich anschauen, die wir schon durchgeführt haben. Da gibt es so ein Reiter Referenzen, da kann man halt einfach schauen, was da schon so gemacht worden ist. Okay. Aber es ist oft so, dass wenn jemand bei uns anfragt und sagt, wir hätten gerne irgendwas in diese Richtung, dass wir uns mit dem zusammensetzen und was komplett Neues erfinden im Prinzip. Das ist total häufig, dass er sagt, ja, ich hätte gerne irgendwie was in diese Richtung, gefällt mir ganz gut, aber irgendwie bei uns passt es noch nicht so hundertprozentig, dann denken wir uns halt was Neues dann aus. Aber auch ganz normale Illustrationen im Prinzip. Also es sind Maskottchen oft gefragt, und die sagen, ja, wir brauchen irgendwas, wir wissen nicht genau was. Dann setzt sich der José dann mit denen dahin und zeichnet irgendwas, schribbelt was und dann kommt da eine super Figur bei raus. Das ist dann innerhalb von einer halben Stunde ist das Ding geboren. Ja. Okay. Also wir sind keine Werbeagenturen, ne? Aber wenn man da zusammensitzt mit den Kunden, ne? Und dann wird halt gemeinsam mit dem Kunden dann halt was ausgearbeitet, ob das jetzt die Figur ist, die Story oder einfach das nächste Event oder was auch immer, ne? Das macht eher viel Spaß. Ne? Und vor allen Dingen ist es jetzt nicht nur beschränkt, dass ich jetzt irgendwie mein Kämmerlein setze und da zeichne, sondern wir fahren wirklich raus, reden mit dem Kunden. Der ist mit dabei von Anfang bis Ende. Der ist bei jedem Schritt mit dabei. Der wird immer, ob das jetzt die Zeichnungen sind, kriegt er immer die Bleistiftzeichen. Wenn die okay sind, dann geht's erst weiter dann zu Tusche und dann halt zur Koloration. Beim Text ist er mit dabei. Ne?
Der, also der baut da halt praktisch mit, so viel er will. Manche sind da auch so, ich habe da Bock, keine Idee. Die anderen haben da ganz gerne so ein bisschen die Feder gerne in der Hand. Ist alles kein Problem. Also wir machen das dann mit dem zusammen. Und so Schluss wird es dann halt eine runde, schöne Geschichte. Und vor allen Dingen ist es halt auch, was ich immer toll finde, ist mit diesen Lesungen. Das ist also das ist mit diesen Aktionen einfach. Mhm. Das heißt nichts mit Lesungen zu tun. Das ist, jeder denkt immer, ach, da sitzt eben so eine Oma mit Buch und liest davor, sondern es ist wirklich so ein kleines Event, was da dann geboren wird. Zum Beispiel der Sascha, der ist unterwegs für die Löwen. Mhm. Das ist ein Riesenhype, ist das dann. Da kommt ja noch das Maskottchen mit von den Löwen, ne? Der ist im Kindergarten, das musst du dir so vorstellen, da ist richtig Action in der Bude. Und da ist da nicht so, dass einer da mal ruhig in der Ecke sitzt und dann liest. Klar ist auch mal diese Phase da, wo er die Geschichte vorliest, ne? Aber vorher mit den Fragen, Bewegungen, das Maskottchen selber kommt dann raus, ne? Da wird mit den Kindern so einfach gespielt, ne? Und das macht einfach irre viel Spaß. Hm. Okay. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso Titus Verlag? Wieso nennt ihr euch nicht einfach José und Sascha? Mhm. Weiterhin, also auch es gibt eine Webseite auch joseundsascha.de, mhm. aber das ist ja im Prinzip, Titus Verlag ist ja viel mehr, da sind ja auch Sprecher dabei, da sind Lektoren dabei, da sind noch Frauen dabei, die im Innendienst sozusagen dann Produkte abarbeiten mhm. und die dann raussenden, die Postversand und sowas. Da sind viel mehr, also wir sind ein Team von etwa 12 bis 14 Leute, die insgesamt da arbeiten und wir sind im Prinzip die Jungs, die sich da den ganzen Kokolores da ausdenken. Mhm. Aber hinten dran sind halt ganz viele Leute, die da noch mitarbeiten. Gerade was so Sprecher und Hörbücher angeht, das können wir ja gar nicht. Kann sich auch das Thema anhören, wie der Quatsch, das ist eine Katastrophe manchmal. aber wir haben halt professionelle Synchronsprecher, die halt die Hörbücher dann einsprechen. Ja. Zahnindianer-Hörbücher gibt es ja schon 3 Stück und das ist ja, ja richtig, richtig auf hohem Niveau. Mhm. Genau. Nee, wie gesagt, er hat ja auch vorhin schon beschrieben mit der Aktion, die wir jetzt gerade durchführen mit Niedersachsen, mit den Zahnindianern. Mhm. Das ist auch so, dass diese Aktionen jetzt nicht von uns beiden alleine gestemmt werden können. Das heißt, da muss gepackt werden, da muss die ganzen Pakete müssen fertig machen, die ganzen Umschläge müssen konfektioniert werden. Und da sitzen wir schon dann am Tisch und dann sind dann mehrere Leute mit dabei, ne, die das Ganze dann halt auch mittragen. Und weil ohne die wird es gar nicht funktionieren. Mhm. Okay. Zu eurem Cartoon nochmal zurückzukommen. Da habe ich jetzt entdeckt, da habt ihr eine eigene Facebook-Seite für. Du hast auch gerade gesagt, ihr habt noch eine eigene Website auch dafür? Oder? Ja, also die Facebook-Seite ist einfach unter José und Sascha zu finden und die Webseite heißt auch www.joseundsascha.de. Das ist dann einfach nur so ein grober Abriss, wer wir sind, damit man halt mal, wenn man auf der Facebook-Seite gewesen ist, man sieht, was sind das für Typen. Ja, das sind auch detaillierte Beschreibung unseres Werdegangs, wenn du da drauf guckst, also richtig, ja, richtig, richtig toll. Krass detailliert, also wo der José eigentlich herkommt, aus dem tiefsten Slum. Ja. Und das nicht mit goldenen Löffeln. Ich praktisch ihn an der Hand rausgeführt. Genau, und ich bin der Rocky der Comiczeichner. Ich bin der mit dem goldenen Löffel. Welche Treppe bist du hochgezockt? Und der José ist dann halt gekommen und hat mich dann irgendwie auf einem hohen Ross wieder runtergeholt, damit ich wieder auf den Boden komme. Habt ihr dann in der Mitte irgendwo getroffen? Genau, José, also Mitte. Nee, der José war tiefer unten, als ich oben war. So tief war ich noch nie. Ja, und das ist natürlich auch nie wieder, ne? Das ist dann nur kurz beschrieben, wer wir sind, was wir tun und was für gemeinsame Projekte wir schon hatten. Und ja, wer sich da interessiert, kann da gerne auf joseundsascha.de einfach mal schauen. Ja. Facebook haben wir als erstes seit kurzem, seit 2 Monaten. Ja, das läuft aber super. Ah, ja. Ja. Also, da macht ihr jetzt wirklich jeden Tag einen Cartoon, ne? Jeden Tag kommt ein Cartoon heraus. Mhm. Der in Facebook dann halt, also es ist mehr als ein Cartoon sogar, also es ist ein Cartoon, so wie man halt einen Cartoon sich vorstellt, aber darüber hinaus kommt ja dann über den Tag verteilt mal irgendwie so ein Rätsel, wo man ein Cartoon-Rätsel hat oder von William Jakob ein Rätsel oder sowas, das ist dann halt mehr als ein Cartoon pro Tag, sondern ganz, das ist ganz tolle Kommentare von Sascha. Ja, tolle Kommentare ganz von toll. Mir, so aus dem Leben. Ja, es war erstaunlich, dass wir schon weiß nicht, ob das jetzt viel ist, aber ich war erstaunt, dass wir innerhalb von 2 Monaten 2000 über 2000 Likes hatten. Weiße. Ah, sehr gut. Ah, da kommt ja nicht essen. Facebook. Ah, Thema Facebook. Ja, also innerhalb von 2 Monaten haben wir bis über 2000 Likes. Ne? Das hat mich selber überrascht, dass es sehr gut angekommen ist. Vor allen Dingen, dass die Leute so aktiv sind. Das heißt also mit den Rätseln, ne? Oder mit den, wo wir einfach die Cartoons machen, wo die Sprechblasen dann halt, wo die Leute den eigenen Text dann reinsetzen, ne?
unheimlich tolle Resonanz. Ja, das ist super. Also wir haben immer so, wir nehmen immer einen Cartoon, den der schon mal erschienen ist. Ja. Mhm. Und dann nehmen wir einfach den Text raus und sagen, jetzt macht ihr mal einen Text. Ah, ja. Und dann machen dann die unsere Follower sozusagen, machen dann, denken sich dann irgendeinen Gag aus. Und da kommen echt coole Sachen bei raus. Ja. Also sind, manche Sachen sind okay, manche Sachen sind richtig cool und die, die richtig cool sind, die bearbeiten wir dann auch. Dann machen wir auch den Text dann da rein in diesen Cartoon und dann schreibt stehen unten in der Ecke dann irgendwie Text von dem Ding. Und das kommt richtig gut an und da kommen immer coole Ideen bei raus. Das heißt dann, José und solche aus Fan-Cartoon. Könnt ihr was gewinnen dann dabei? Oder ist das auch die Ehre der Veröffentlichung? Erstmal die Ehre der Veröffentlichung und vielleicht irgendwann mal 1 Million Euro mal gucken. Nein, also es wird schon so sein, dass da der eine mal ein Cartoon-Buch gewinnen kann oder sowas. Ne? Also das Crowdfunding ist gestartet für 1 Million, ne? Ach, das machen wir aus der Kaffeetasse. Ach so. Kaffeetasse. Ach so. Kaffeekasse. Kaffee, aus der Kaffeetasse. Stimmt. Was ist denn eine Kaffeetasse? Weil der Titus Verlag mit dem goldenen Löffel, ne? Ja, goldener Löffel und sowas. Ach, komm, hör auf. So, jetzt soll es ja ein paar Leute geben, also ich kenne keine, aber es soll ein paar geben, die euren Cartoon noch nicht kennen. Was? Echt? Boah. Wie würdet ihr den selbst beschreiben? Sind weil überwiegend Einbild-Cartoons mit einem Gag sozusagen. Also sind, meistens ist es was mit Tieren. Ja, dass Tiere erleben was, werden vermenschlicht in dem Moment, erleben irgendwas in Bezug auf ihre Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es da einen ganz lustigen, da ist ein Zebra und das ist bei dem Dr. Elefant sozusagen. Ja. Der Elefant hat den Rüssel gerade so im Wasser. Und dann sagt das Zebra so, oh, ein Einlauf, oh, so, sind Sie sicher? Ich erinnere mich gerade. Sind Sie sicher, dass alles dabei ist? Und dann sagt er so, bleiben Sie ruhig, wir haben alles da, was Sie brauchen. Und dann ist klar, dass er den Rüssel dann benutzt, aber das ist halt... Jetzt hast du den gequatscht. Ja, ist ja nur ein Bild, das sind ja ganz, 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 ganz viele Hunderte von Cartoons, aber so funktionieren die immer nur ein Bild. Ein Gag, eine Sprechblase oder zwei Sprechblasen und eine Situation. Also auch schon bezogen auf die Tiere dann an sich, dass da irgendwie so... Ja, aber vermenschlicht. Vermenschlicht, in vermenschlichter Form, aber halt mit einem Gag, der halt nur mit dem Tier eigentlich funktionieren kann, wie jetzt. Ja, mit dem Rüssel. Der Rüssel mit dem Elefant. Obwohl ich in letzter Zeit auch immer mehr so nur Menschen habe. Ab und zu hast du auch Menschen, aber ja. Also auch so sehr oft die Beziehungskiste mit drin und sowas, ne? Ja. Ja, der José steht doch mal auf Sex-Cartoons. Ja, ich merke das. Aber die funktioniert gar nicht. Aber die funktioniert in den Zeitungen nicht. Mit irgendwelchen Vögeln, also, die dann... Wie meinst du das mit Vögeln jetzt? Die Tiere, natürlich. Aber wir sind explizit, wir können sagen, was ja wohl... Waldverherrlichen ist das nicht, oder? Nee. Stell mir jetzt gerade vor, wie das Zebra platzt, wenn es den Arm Das ist deine Fantasie. Das ist die Idee nach dem Cartoon. Aber da sind zum Beispiel die beiden Vögel, wo der eine Vogel zu dem anderen sagt, und sonst? Und dann sagt der andere Vogel, man vögelt sich so durch. Und das ist halt so. Ein bisschen Sprachwitz und... Also es ist aber ein Cartoon und wenn dann jetzt irgendwas angedeutet wird, dann bleibt das dann in der Fantasie des... Genau, man macht sich seine eigenen Fantasien dabei. Ja, aber meine Lieblingsthemen, die ich gerne aufnehme, sind wirklich Beziehungs... Also so, das heißt, mit Beziehungen meine ich jetzt nicht Sex, sondern wirklich so Beziehungsproblemchen, die da so im Alltag sind. Und Ernährung. Das Thema Ernährung finde ich immer ganz toll. Also Thema vegetarisch, Fleischfresser, Veganer, Diäten. Also dieses Thema... es findet sich immer wieder bei mir. Ist das autobiografisch? Ja, zum Teil. Also man ist unterwegs. Total. Das ist immer, wenn ich irgendeine Idee vom José kriege, weiß ich genau, wie er sich gerade fühlt. Ja. Weil der hat mir eine Zeit lang ständig irgendwelche Scheidungskartons geschickt. Rat mal warum. Oder wo die Freundin ihm auf den Keks ging oder sowas. Also dem Vogel ging dann irgendwie die Freundin auf den Keks. Und sowas. Ja, rat mal warum. So, zufälligerweise dann, überhaupt keine Ähnlichkeit. Nee, überhaupt nicht. Und dann hat der José irgendwann mal ein Haus gekauft. Dann waren ständig irgendwas mit Immobilien, irgendwie Schnecken, die so mehrere Häuser übereinander haben. Und so ein Kram. Das ist alles autobiografisch. Alles komplett autobiografisch. Ja. Das musst du, natürlich jetzt mit den schwulen Hunden nicht so, aber nicht so sehr. So ein bisschen. Nee, aber das ist ja das, was ich gemeint habe. Das ist wirklich mein Ventil, meine Rückzugsort, wo ich mich so entspannt, da bin ich José. Andere Leute Cartoons, gucken Pornos, der José zeichnet. Pornos. Ja, genau, ich zeichne Pornos. Gibt's da ein Pornobuch von mal irgendwo? Nein, das wird kein Pornobuch. Nee. Ja, man muss ja mal fragen. Ja, das ist immer so, das ist immer das Schlimme, ne? Der Sascha hat schon richtig fiese Horrorfilme
Horrorfilme, Horrorbücher geschrieben. Wir haben Kinderbücher und wir haben die Cartoons. Und in den Cartoons, manche Themen sind halt auch über das Thema Sex. Ne? Und die Leute wollen dich immer gerne in einer Schublade stecken. Mhm. Ne? Wenn du sagst, ach, wenn du sagst, keine Ahnung, Ralf König ist halt ein Schulautor, der Schulencomics macht, der gehört in diese Ecke. Wenn er jetzt umkäme und würde jetzt ein Buch über Fußball schreiben, dann würde er gerade sagen, ey, das passt irgendwie nicht. Ne? Das ist halt irgendwie man möchte immer gerne die Leute in der Ecke sehen und deswegen ist es immer schwierig, da alle zufriedenzustellen. Ist auch nicht meine oder unser Ding, sondern wir machen eigentlich das, was wir gerne machen. Zahlenjana war ein Ding, das kam von Herzen, das haben wir gemacht. Die Cartoons sind Sachen, die uns Spaß machen. Ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht, das ist jetzt nicht so, also jetzt für nicht so wichtig. Ne? Das ist für uns wichtig, dass es einfach nur für uns Spaß macht. Und wenn wir immer keinen Bock mehr haben, das zu machen, dann hören wir auf damit. Ne? Aber solange wir einfach Spaß haben, wie die Resonanz gut ist, positiv ist, einfach ein gutes Gefühl dabei haben, machen wir es einfach weiter. Ja. Ja, ich habe von das mit Willi und Jakob erwähnt, dass es irgendwann mal noch eine gesammelte Edition geben könnte in irgendeiner Form. Habt ihr sowas Ähnliches auch mit euren eigenen Sachen oder mit den anderen Sachen noch vor? Kommt da noch was? Ja, das ist immer die Sache. Also mit den Büchern selber ist es halt immer so, man verdient nicht richtig viel mit den Büchern. Das ist, denke ich mal, so gut zu verstehen mit der Band. Ne? Mhm. Also die machen eine Musik. Und die verdienen eigentlich gar nicht mehr das Geld mit CD, weil heute die Leute das sich irgendwo kostenlos downloaden, runterladen, sich das irgendwo reinhören, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, die verdienen jetzt nicht mehr mit CD, sondern sie verdienen das Geld mit den Konzerten, mit Merchandising, mit den CDs, mit Kaffeetassen und all so ein Zeug. Ne? Mhm. Und so ist es ähnlich mit den anderen Produkten auch. Du machst zwar Cartoons, ne? Ein Cartoonbuch zu machen ist toll, wenn man das hat, ne, wenn man das auch veröffentlichen kann, wenn man es auch verkaufen kann. Aber dann ist es so, selber mit dem Buch selber Geld zu verdienen, ist schwierig. Natürlich, wenn du so einen Namen hast wie Route oder sowas, ne, da hast du schon eine Auflage, wo du denkst, okay, das ist dann schon bestimmt angenehm, ne? Da kann man davon vielleicht auch leben. Aber jetzt davon, muss man sagen, damit mache ich jetzt Geld, ist es einfach zu wenig. Ja, aber du hast doch, ich kann mich erinnern an so Themenbücher, die früher mal gemacht hast, so Weihnachten oder so irgend sowas. Da geht das ja auch mehr gut in der Geschenke-Ecke. Ja. Ja. Hast du sowas denn vor, dass du da zu bestimmten Möglichkeiten wie jetzt, Brüder Grimm ist jetzt, wie gesagt, das ist immer zeitlos, aber zu irgendeinem Jubiläum oder zu irgendeinem Dings da irgendwas mal veröffentlichen? Oder ist das eher so, dass du könntest dir was zusammenstellen oder ihr könntet euch zusammenstellen aus vielen Cartoons, die ihr gemacht habt. Ja, das so ist zu bestimmten Themen, wie ihr vorhin gesagt habt. Ja, das wäre im Prinzip kein großes Ding. Es ist aber, was wie der José schon gesagt hat, letztlich sind diese Bücher, wo man eigene Cartoons veröffentlicht, sind momentan nur dazu da, um zu zeigen, dass man es kann und dann einem etwaigen Auftraggeber sozusagen zu signalisieren, beauftrage mich für deine Sachen. So läuft das im Prinzip momentan. Also ich verdiene zum Beispiel total, also einen großen Teil meines Gehaltes sozusagen in Bezug auf Lesungen. Ja, ich gehe auf Lesungen und mache Lesungen in Grundschulen, in Kindergärten, mit den Zahnindianern, aber auch mit den Ampelinis beispielsweise oder für Fraport mache ich das auch, mit den Eishockeylöwen und sowas. Das mache ich ganz, ich mache ungefähr 120 bis 150 Lesungen im Jahr. Und in diesem Moment verdiene ich schon einen gewissen Teil meines Geldes, den ich mit Cartoonbüchern gar nicht erzielen könnte. Mhm. Also das ist dann im Grunde das Rockkonzert. Ja, genau. Aber was total spannend wäre, natürlich, also, wo ich Lust darauf hätte, wenn zum Beispiel jemand käme, der zum Beispiel Ernährungsberater ist oder ein Koch. Das glaube ich, dass du jemand Ernährungsberater bist. Nein, um das Thema Ernährung oder zum Beispiel. Das war so ein Thema, was mir Spaß macht. Einfach nicht zu viel fressen, das wäre gut. Alter. Und wenn er sagen würde, komm, wir machen zusammen ein Projekt oder so. Das finde ich schon geil, weil da kann man sich wieder ergänzen. Also sowas mache ich auch unheimlich gerne. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt käme und hat gesagt, okay, das ist jetzt ein Verlag und der hat jetzt oder ein Autor und der hat da, sage ich mal, momentan Sachbücher gemacht und will das Ganze ein bisschen aufwerten. Also so gemeinsame Projekte finde ich immer sehr, sehr spannend und ja. Mhm. So haben wir uns auch kennengelernt. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist.
Wie habt ihr es denn mit Merchandise? Ja, bei Zahnländern gibt es ja sehr, sehr viele Produkte. Also wir haben Knobelseiten, wir haben Buttons, wir haben Wundertüten von den Zahnindianern. Es gibt Daumenlutschkalender von den Zahnindianern. Außer den Büchern. Bitte was? Daumenlutschkalender. Kannst du das nochmal näher erklären? Ja, es ist vielleicht nicht das, was du dir jetzt erhofft hast, aber. Nein, überhaupt nicht. Da ausnahmsweise jetzt mal nicht. Das sind einfach nur so kleine Kalender, die dann halt von den Zahnärzten herausgegeben werden, wo die Kinder ankreuzen können, ob sie an dem Tag an den Daumen gelutscht haben oder nicht. Ja, und wenn sie halt es geschafft haben, den Kalender dann halt positiv ausgefüllt haben, dann haben sie es nach 3 Wochen haben sie es geschafft, vom Daumenlutschen dann wegzukommen. Weil man sagt, nach 3 Wochen hat sich der Mensch zu sagen dann irgendwie. Okay, alles klar. Dann gibt es noch Putzkalender, es gibt Tapferkeitsurkunden, Tapferkeitsmedaillen, ganz viele verschiedene Sachen von den Zahnindianern. Wobei es da auch ähnlich ist wie mit den Comics, wie der José gesagt hat, mit den Büchern verdient man schon sein Geld mittlerweile mit den Zahnindianern, weil die relativ bekannt sind. Aber diese Produkte, diese Merchandise-Produkte, die halt vom Zahnärzten sehr, sehr viel bestellt werden, unter zahnindianer.de übrigens zu sehen, da verkaufen wir unheimlich viel. Knobelseiten, Wundertüten geht super. Die Zahnindianer sind ja euer eigenes Projekt, habe ich ja schon gesagt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ah, geniale Idee einfach. durch unsere Kinder. Also nicht gemeinsame Kinder. Und zwar, gut, dass du das nochmal so betonen musst. Wie war das mit dem schwulen Aspekt? Das war so gewesen, meine Tochter hat einen wackelnden Zahn gehabt und dann habe ich immer gesagt, Wackelzahn. Und der Name, das ging dann so mehrere Tage so, wo wir immer gesagt, Wackelzahn, komm mal her und so hin und her. Und sie hat da immer so ihre 2 Zöpfchen angehabt, getragen und ich fand das halt so witzig und irgendwann habe ich sie so gezeichnet und dabei entstand so eine kleine Indianer-Mädchen. Und das war dann die Wackelzahn. Sascha war zu der Zeit öfters bei mir, weil wir zusammen an einem Projekt gearbeitet haben. Ne? Single-Defekt war das damals. Genau, Single-Defekt. Und er hat die Zeichnung gesehen und gleich hat er auch gesprüht vor Ideen und dann hat er gesagt, komm, das können wir doch was zusammen machen. Dann stand da die Zahnindianer. Mittlerweile gibt es Wackelzahn, Guckzahn, Weiserzahn, Pechzahn, Seidezahn ist die Mama von Wackelzahn, Hasenzahn ist das Lieblingstier von Wackelzahn und so. Also, grauer Zahn ist der älteste. Wir haben so ein kleines Universum haben wir da erschaffen. Und Bärenzahn, ja. Wir weiter. Strahlenzahn. Ganz, ganz viele, ganz viele. Ganz viele Charaktere. So, und wer jetzt nochmal alle auftragen kann, der kommt. Ein Daumenlutschkalender. Nee, das war ja. Wer? Batzahn, also das ist Tarzahn. Den haben wir nicht erfunden. Ach, nee. Und das hat sich dann alles so weiter gesponnen, die Idee, so auch mit dem Hintergrund, dann den Kindern ein bisschen die Angst zu nehmen vor der Zahnhygiene oder. Nee, es war am Anfang ein Buch, ein großer Band. Den haben wir gemacht und dann haben wir ein paar Minibücher noch dazu gemacht. Das sind solche kleinen 12x12 cm Minibücher. Dann haben wir Lesungen gemacht, schon die ersten. Damals noch nicht so ausgereift wie heute, aber die haben die ersten Lesungen gemacht und dann kam irgendwann die Jugendzahnpflege Hessen auf uns zu und hat gesagt, das ist ja cool, was ihr da macht. Und dann ging das irgendwie weiter und dann kamen wir zu der nächsten Jugendzahnpflege und zur nächsten und der nächste Zahnarzt hat das irgendwie. Zahnpflege. Dann haben wir die ersten Messen besucht auch, die ersten Dentalmessen besucht mit den Zahnindianern und dann haben die Zahnärzte die Zahnindianer Produkte bestellt, nachdem wir dann Knobelseiten erstellt haben und sowas. Also das war so ein Prozess, also der jetzt schon, also wir kennen uns seit 7 Jahren und der Prozess läuft jetzt so seit 6 Jahren ungefähr mit den Zahlen. Muss man dazu sagen, da hat uns verschiedene Stellen, auch Steuerberater und so, hat uns jeder nahegelegt, komm, leg das doch lieber beiseite. Ne? Also, das hat doch keine Zukunft. Mach doch was Ordentliches. Sehr genau. Am Anfang musste man natürlich entscheiden, muss man sagen, okay, bringt kein Geld, aber macht Spaß. Ja, genau. Ja. Und das ist immer noch. Gut, dass du es durchgezogen hast. Ja, super. Ja, und es ist jetzt immer noch nicht so, dass man davon leben kann. Also das ist weit weg davon. Das ist auch nicht so, das ist jetzt ein Selbstläufer, das ist auch nicht. Aber es ist etwas, was immer noch, ja, vielleicht, aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß und wie gesagt, solange die Zahnindianer und die Cartoons, das ist wirklich noch, sag ich mal. Na, was sagst du? Ist einfach nur, der Vordergrund steht immer noch für mich immer noch der Spaß.
Ja. Ja. Gut, du machst das nebenberuflich? So ja, das ist schon, sag ich mal, nebenberuflich, das klingt immer so. Ja, es ist jetzt Hobby, ne? Es ist halt kein Hobby, sondern es ist wirklich doch. Ein Zweitberuf. Ja, ein Zweitberuf. Ein zweites Standbein. Genau, quasi. Genau. Und das von daher sage ich halt, man kann doch nicht davon leben und so, aber wir arbeiten dran. Gut. Und du machst das Ganze neben der Verlagsbetreuung noch mit? Ne, das ist ja im Prinzip die Verlagsarbeit, die da ist. Also ich mache das hauptberuflich und ich. Kommst du aber ursprünglich aus einem ganz anderen Berufsfeld, ne? Ja, ich bin vorher Zuhälter gewesen und hab. Nee, Quatsch. Ich bin. Hat auch Spaß gemacht. Ich bin eigentlich Bauingenieur. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und hab dann irgendwann gesagt: So. Ist mir zu trocken. Jetzt kann ich in den Sack hauen, wie geil ist das denn? Und hab dann damit aufgehört und hab dann mit dem Titus Verlag sozusagen das also nebenbei schon aufbauen können. Mhm. Und diese Auftragsarbeiten kamen dann immer mehr und sind noch ein paar Sachen mehr, die ich mit Rosé mache. Das heißt also gerade mit den Sprechern, diese Hörbücher und sowas in Auftrag. Ich mache auch verschiedene andere Texte dann für Kunden, gerade diese Horrorbücher. Mhm. Teilweise habe ich ja mit Rosé jetzt nicht gemacht. War auch ganz gut, weil der Rosé da gar nicht geeignet ist für. Nee. Aber. Er hat immer Angst vor sich selbst. Cabrio, der was gemalt, gell? Irgendwas hat's noch. Ja, so ein paar Bilder. Also für ein Abenteuerland Fort Fun, die haben ja jedes Jahr das Fort 4, die haben da dieses Halloween-Event. Da hat der Rosé ein paar Zeichnungen in das Buch hineingemacht. Das ist so ein Thriller, Horror-Thriller. Auch ab 18 wirklich, also nichts für Kinder. Und da hat er auch bei den Events, waren wir dort gewesen, haben Signierstunden gehabt und der Rossi hat dann gezeichnet und hat in die Bücher reingezeichnet. Das war immer ein Riesen-Hallo, weil er wirklich coole so Horrorzeichnungen reingemacht hat. Mhm. Aber für den Stoff selbst ist er halt nicht gemacht. So ein bisschen sensibel. Ja, oder? Ich brauch's nicht. Also das Horrorzeug ist nicht meine Welt. Ich lese jetzt auch nicht wirklich Horror oder sowas, brauche ich auch nicht unbedingt, aber ich schreibe es ganz gern. Mhm. Okay. Also von daher ist es. Nee, und Schlimme ist ja, das sind wirklich fiese Sachen dabei. Ne? Also wenn du den Sascha nicht kennen würdest und würdest das eine oder andere Hörbuch von ihm dann reinziehen, da hast du ein ganz anderes Bild vom Sascha. Mach mal ein Beispiel. Die Frau von Rosé hat irgendwann mal was von mir gehört. Oder gelesen war das und dann hat sie gesagt, was ist denn das für einer? Ach du Scheiße, ja. Und wir haben uns noch nie getroffen vorher. Das war nicht ein Scheidungsgrund, ne? Nee, das war nach der Scheidung, dann entsprechend die neue sozusagen, ne? Ja, genau. Und die hat mich dann noch nie gesehen und nie getroffen und hat gesagt, ach du Scheiße, was ist denn das für einer? Was ist denn das für ein Typ? Der wahrscheinlich irgendwie mit Sicherheitsnadeln in der Zunge da irgendwie rumlaufen und so ein Kram. Mhm. Aber hey. Naja, ist gut. Die Vorstellung ist dann meistens nochmal eine andere als. Wie gesagt, also wenn man sagt, hier, man steckt gerne die Leute in die Schubladen rein, also da hat man gleich ein Bild vor Augen und sagt, das geht ja gar nicht, ne? Und derselbe Mensch, der ist dann halt morgens bei dir im Kindergarten und liest davor, ne? Also ja. Aber es ist einfach, man kann sich einfach alles vorstellen und wenn es einfach das Genre jetzt gerade ist, dass man das schreibt, und es ist ja meistens auch ein Auftrag, da kann man sich alles vorstellen und alles niederschreiben, ob es jetzt ein Kinderbuch ist oder ein Thrillerbuch oder ein Horrorbuch ist, macht mir Spaß. Aber ich muss ja nicht das ausüben, was da in dem Buch steht. Klar, also von daher ist es eine ganz andere Geschichte. Genau. Die Zeit läuft uns ein bisschen. Ganz kurz, deswegen haben wir uns hier getroffen nochmal. Ihr macht auch eine Radiosendung, ne? Oder eigentlich du? Ja, ich war mit einem anderen Partner, mit dem Christian, mache ich noch eine Radiosendung. Der José ist da immer zu Gast bei Schoki Banoki. Läuft bei Radio Rheinwelle, kommt dienstags um 21 Uhr. Wir sind jetzt auch kurz davor, ne? Deswegen drücken wir so ein bisschen auf die Tube. Genau. Der Christian, der ist auch irgendwo vor der Tür und scharrt schon mit der Hufe. Wir haben da so eine Unterhaltungssendung mit viel Musik, mit viel Spaß. Heute seid ihr ja unsere Gäste. Mhm. Da freue ich mich total drauf. Schoki Banoki auf Radio Rheinwelle 92,5 jeden Dienstag 21 Uhr und das wird heute wieder lustig. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Ich habe zu danken. Nein, ich danke. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich habe es sehen. Nein. Ich auch. Und ich, was ich erst dann mache. Und dann sagen wir gepflegt. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Also das war das Interview mit den beiden. Ich habe dir eingangs erwähnt, dass der Marshall dabei ist. Wenn sich jetzt einer gewundert hat, warum er dann doch so wenig zu hören war, das liegt daran, dass der Marshall im anschließenden Radiointerview, was ja auch erwähnt wurde, deutlich
öfter zu hören war. Und dieses Radiointerview wird es, wenn alles gut geht, in einem Spezial geben. Ja, genau. Das wird dann nochmal so ungefähr eine halbe Stunde lang sein. Genau. Kommen wir doch nochmal kurz zu Erlangen. Das steht jetzt nun unmittelbar bevor. Also wir haben jetzt, wenn diese Episode erscheint, ist Anfang Mai. Das heißt, der gratis Comic-Tag steht bevor. Zum einen. Zum anderen kommt der Comic-Salon Erlangen schon Ende dieses Monats, statt wie normalerweise im Juni. Genau. Erzähl doch mal, was hast du denn so vor? Ja, wir hatten es ja schon in der letzten Folge besprochen. Wir werden von Donnerstag bis Samstag da sein. Ich denke, Samstag auch relativ spät fahren, nochmal ein bisschen was vom Programm mitnehmen. Mhm. Ich werde auf jeden Fall dieses Mal, habe ich mir geschworen, bei der Max- und Moritz-Preisverleihung dabei zu sein. Also das möchte ich mir mal live angucken, auch wenn dein Fetisch die Hella nicht da sein sollte. Aber tja, ich glaube, nachdem letztes Mal die Mangas abgewatscht wurden, haben sie zur Torte non grata erklärt. Okay. Und ja. Ist das schon amtlich, dass die nicht dabei ist, oder? Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich bin, aber ich habe noch nichts gelesen, wer es moderieren sollte. Aber es kam letztes Mal, da war ja wirklich Fäkalientornado der Sonderklasse ist über sie hergegangen. Aber gut, das ist natürlich, sie redet halt, also man muss sie nicht mögen. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihrer Art, aber sie redet halt frei Schnauze. Ja. Ne? Und dass ich natürlich dann die betreffende Gruppe angepisst fühlt, kann ich auch verstehen, aber man kann es auch übertreiben. Ja, also man, das ist, es gibt ja immer sehr sensible Menschen, da kannst du keinen Spruch drücken, ohne dass sie gleich rumjammern und da ist es wohl auch so gewesen. Also wie gesagt, ich bin kein Fan, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass man, ja, also es da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Wir gucken mal abends wieder kneipenmäßig. Mhm. Wenn ihr in Erlangen seid, immer schon mal in den Podcast wolltet, das ist die perfekte Gelegenheit. Ja. Ja, wir werden mal gucken, wenn wir interviewen. Comicorama, Plem Plem Productions hatten wir schon gesagt, das denke ich, war sowieso schon vorher eingetütet. Alles andere wird sich ergeben. Andere wird sich ergeben. Vielleicht, wenn ich mal wieder in der Signierschlange bin, vielleicht, wenn der ein oder andere Künstler Bock hat. Ich habe da jetzt noch keine Termine oder sonst irgendwas gemacht, weil die meisten Leute das Problem haben natürlich, dass sie mega beschäftigt sind bei dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und manche, glaube ich, können sich beim Zeichnen interviewen lassen. Also der Helge hat es ja letztes Mal sehr gut gemacht. Aber bei manchen anderen, die konzentrieren sich so sehr aufs Zeichnen und man will die auch nicht stören. Also ich glaube auch, dass es für einen Künstler auch ein mega stressiger Tag ist, wenn du da wirklich stundenlang sitzt und Zeug für die Fanboys und der möchte noch 100 Hefte signiert haben, um sie anschließend bei Höchstpreis zu versteigern. Und so. Also glaube ich schon, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber wir werden mal gucken. Also es wird eine bunte Mischung von allen Leuten, die uns für das Mikrofon laufen. Wir sind kein, was weiß ich, Magazin oder sowas, was jetzt hier die Künstler nach Künstlern, sondern ich denke, es ist auch sehr, sehr spannend, von den Fans mal zu hören. Genau. Was da die Meinungen sind. Und was schauen wir mal. Was Spaß macht, genau. Ja, sprecht uns einfach an, wenn ihr uns mitbekommt. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon erfahren, an welchem Stand Virtual Graphics sein wird, also 45B. Dazu gibt es noch einen 45a, das heißt, der Stand wird sich geteilt. Ich habe jetzt David noch nicht erreicht, ich weiß es noch nicht, aber was darauf schließen lässt, dass der Stand wohl die ganze Zeit, also auch, sagen wir mal, unter Beobachtung ist und ich dann vielleicht auch mal etwas mehr Zeit habe, oder was heißt etwas mehr, ich hatte ja auch schon in München jetzt nicht ganz so viel Standdienst, sag ich mal, aber gut, dadurch, dass ich jetzt diesmal von Davids Seite aus die einzige Unterstützung bin, soweit ich weiß, aber dadurch, dass wiederum jemand anders noch mit am Stand ist, von anderer Seite aus, kann das sein, dass ich trotzdem also genug Zeit haben werde, mich über das Gelände zu bewegen, einfach mal, und genau, dann
ja, wer in der Nähe ist, einfach mal ganz gern am Stand vorbeigucken. Sollte ich nicht da sein, einfach weitersuchen oder später nochmal kommen. Und wenn man mich dann ansprechen will, ja, nur dann. Und wie gesagt, habt Verständnis, wenn mich jemand anspricht, dass wir dann uns irgendwie vom Stand wegbewegen, weil wir da jetzt den Kundenzustrom, der da garantiert stattfinden wird, natürlich nicht so unterbrechen wollen, genau. Ja, hast du irgendwas Genaueres geplant, was du unbedingt haben willst, oder? Nee, ich lasse mich diesmal also wirklich so ein bisschen brieseln. Gut, das Upgrade ist natürlich jetzt ein Fixpunkt, aber das ist so ziemlich der einzige. Ja, von daher. Ja, ich denke, das System, was ich in München gefahren habe, dass ich mich auch einfach mal so ein bisschen treiben lasse, einfach mal gucken, das wird das Beste sein. Diese Daueranstellerei, wie ich es beim ersten Mal im Erlangen vor 8 Jahren, oh Gott, gemacht, nee, Lüge, doch. Na, warte mal, waren das 2006, oder? 6 Jahren, 6, 8. Egal, was ich ja, vor... 2006 war es schon 10. Ich glaube, einmal habe ich ausgesetzt. Deswegen ja. bin ich durcheinander, wann es das erste Mal war. Da habe ich mich sehr unter Druck gesetzt. Ich muss in die Schlange. Mhm. Habe mich aufgeregt über Rollkoffer, habe mich aufgeregt über Vergabepraktiken. Mhm. Und das werde ich jetzt alles nicht mehr machen, sondern werde die Gelegenheit nutzen und auch... hoffentlich wieder viel mit Independent-Leuten in Berührung kommen, wo naturgemäß der Andrang an den Ständen nicht ganz so groß ist, auch gern exotische Sachen. Ja, also da hatten wir letztes Mal auch sehr, sehr unterschiedliche Exponate dabei und mich einfach mal da inspirieren lassen. Und das ist, kann ich nur als Tipp geben, wenn viele unsere Hörer, weiß ich, die spekulieren natürlich auf den einen oder anderen Splitter oder E-Harper-Band oder auch bei Panini, wenn der kein Würfelglück habt, dann geht einfach mal zu den Indie-Sachen rüber, schaut mal da, was ihr da findet und ihr werdet super Kontakt haben mit den Leuten, die sind mega froh und da sind richtige Perlen dabei auch. Mhm. Also es ist erstaunlich, was da manchmal aufs Papier gezeichnet wird und was ihr da für krasse Qualitäten kriegt von Seen, von denen ihr noch nie gehört habt. Nehmt euch einfach mal die Zeit und guckt da durch. Ja, das klar, es mag jetzt etwas plakativ wirken, aber die Leute haben dann meistens auch nochmal so ein bisschen den größeren Anreiz, eine schöne Zeichnung hinzuzaubern, als das vielleicht der ein oder andere große Star tut. Ne? Ja, also auch die liefern ihr Programm ab, aber das ist teilweise schon sehr hart gesteckt, wie das ist. Ja. Ne? Keine Minute länger und ja. Naja, oder sagen wir mal, vorbereitete Sketch. Phrasen nenne ich es jetzt einfach mal, also Sketches, die man immer wieder macht, ja, der hält im Profil oder der hält von vorn oder ja, also das ist alles schon relativ festgefahren und der große Howie zum Beispiel, der ist der Meister des seitlichen Gesichtes, ob es Superman ist oder Punisher, die sehen sich doch alle sehr, sehr selten. Der Superman, der hat halt diese Seitenlocke, ne? Aber ich verstehe das, wenn du dein Lebensunterhalt damit verdienst und willst möglichst viele in möglichst kurzer Zeit glücklich machen, dann sei es klar. So. Dann kannst du kannst nicht jeden eine epische Zeichnung von 20 Minuten widmen, die dann am besten noch, also das machen natürlich auch manche, ne? Also der Helge gibt es zum Beispiel auch, ne, geht mal hier zum Alisic-Stand, da gibt es auch großen Fanservice, ja, also das gibt's immer noch, aber es ist bei vielen ist es halt sehr, sehr schwierig. Möchte ja auch jeder möglichst was haben und man will ja dann auch keinen enttäuschen. Ne? Mhm. Und ja. Naja, klar. Schaut mal durch und guckt, wie ihr euer Geld anlegt. Was wir in München eigentlich angefangen haben, was mir sehr gut gefallen hat, sind diese Podiumsdiskussionen. Da würde ich dann vielleicht auch hier mal wieder gucken, was es da noch so gibt und mir vielleicht auch mal die eine oder andere mehr Zeit für Ausstellungen nehmen. Ja, das wollte ich sowieso beibehalten. Also das, wie München das gelöst hat. Es tat mir ein bisschen leid, dass manche Sachen wirklich ein bisschen unterbesetzt waren. Es wurde natürlich vieles mitgefilmt von welchem Portal war es? Splashpages macht das. Ja. Splashpages macht das. Die einfach die Sachen dann mitschneiden, jemand mit der Kamera da und dann kann man sich das auch hinterher angucken, aber für die Künstler ist es natürlich auch teilweise traurig, wenn du so einen kleinen Raum hast und da waren wirklich teilweise hochkarätige und der Raum war nur halb besetzt und
weiß ich nicht, ob du mehr hast, wenn du jemanden eine Stunde zuhörst und wirklich dir aus seinem Leben und seinem Künstlerleben erzählt, als wenn du dir hier, zeichne mir bitte Superman, dann macht er das in 3 Sekunden, dann bist du raus aus der Reihe. Also ja. Da nimmst du wirklich viel mit und für die Künstler ist es natürlich, denke ich, auch mal Feedback. Also zum Beispiel, und du lernst auch manchmal welche, wie gesagt, mit für Lecky zum Beispiel, der ist ja auch nominiert für Max und Moritz hier mit seiner Straße des Hasses. Mhm. Da war ich auch in der Diskussion dabei, dass, wenn ich den am Stand gesehen hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht meine, aber es war einfach sehr unterhaltsam für ihn auch, also von ihm her als auch als Person. Mhm. Und ja, auch andere sehr, sehr bekannte Leute, wie Lloyd war, glaube ich, mit und ja, also das ist wunderbar, was da teilweise angeboten wird. Und ja, trotzdem stehen die Jungs teilweise dann immer in denselben Schlangen bei denselben Leuten. Ja, also probiert einfach mal was Neues, wenn es nur einmal ist. Also von mir der Tipp, wenn ihr wirklich an Künstlern interessiert seid, versucht das Gesamtpaket irgendwie zu bekommen. Geht zu den Künstlern hin, wenn sie Signierstunden haben, logischerweise, weil ihr da Zeit für den kleinen Smalltalk habt, aber geht auch in die Podiumsdiskussion, um einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu erfahren. Und da gibt es ja dann meistens auch nochmal Fragerunden für das Publikum. Genau. Also das ist eigentlich so das, was man als Tipp mitgeben kann für Interessierte an speziellen Künstlern jetzt halt. Ja. Das ist ein super Stand von David Poller. Der kann auch super zeichnen übrigens. Ja. Also das mittlerweile hat er wirklich auch für jeden Geschmack was dabei, ob man eher in Albenrichtung geht oder mit Tell als superheldenmäßige Sache. Und ich denke, der freut sich vielleicht auch, wenn er die ein oder andere Marvel-Sache zeichnen kann. Er hat ja für Marvel viel gemacht seinerzeit, Spider-Man und ähnliches. Also auch da kann man sehr gut zuschlagen. Pin-Ups. Ja, mal gucken, ob wir auch wieder die Aktion machen, wie in München dann das letzte Mal noch, dass wir praktisch die Aktion startet, lasst euch als Superhelden zeichnen. Ja? Das kann gut passieren. Ich werde es ihm nochmal empfehlen, weil das war eigentlich eine schöne Aktion. Und ja, da könnt ihr natürlich auch vorbeikommen und euch dann zeichnen lassen. Genau. Gibt es aus dieser Familie, kommen da noch weitere Gäste? Kommt der Schwiegerpapa auch? Nee. Nein. Schade. Nix, was ich wüsste, ne. Nee. Okay. Genau. Okay. Ich glaube, damit hätten wir es. Oder hast du jetzt noch was zu ergänzen? Spontan nicht. Genau. Den größeren Teil hörst du dann auch noch. Erst noch. Ja. Den Zwischenteil, genau. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell in Erlangen, aber hören uns spätestens im Juni wieder. Oder voraussichtlich im Juni, genau. Mit unserem Erlangen-Spezial dann. Ja, arrivederci. Macht's gut. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.